Make That Change lautet der Titel des neuen Buches über das Leben, das Schicksal und die Botschaften von Michael Jackson. Und dafür haben wir uns heute für diese mittlerweile 30. Barcode-Ausgabe die Buchautoren Sophia Pate und Armin Risi eingeladen. Außerdem mit dabei neuer Horizonte-Moderator Götz Wittneben. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, es freut mich sehr, dass ihr hier seid und dass wir über euer neues Buch sprechen können. Vielleicht gleichweg die Frage, was unterscheidet denn euer Buch über Michael Jackson von all den anderen Biografien und Publikationen, die es über diesen Menschen gibt? Es ist nicht nur eine Biografie, aber eine Biografie, denke ich, die eben, wie du gesagt hast, auch seine Botschaft, sein Anliegen darlegt, aber auch in dem Zusammenhang, was das für sein Schicksal für Folge hatte. Sein Anliegen, seine Aktivitäten haben ja sehr starke Gegenkräfte aufs Feld gerufen und dass wir das eben auch anpacken und da nicht scheuen und vor allem auch da eben hinter die normale Ebene der Biografie schauen und vor allem dann natürlich auch ausführlich die letzten Jahre seines Lebens, vor allem so das letzte Jahr seines Lebens vom Juni 2008 bis 2009, was dann wirklich zu seinem Tod geführt hat. Wenn man da mal genauer hinschaut, dort ist das ja alles kulminiert. Mhm. Ja. Und ich kann sagen, also die Betreiber der Fanclub-Seite der Schweiz, jackson.ch, eine sehr schöne Webseite, also kann man sehr empfehlen, sehr gut geschrieben. Die haben gesagt, das sei das beste Buch über Michael Jackson, Englisch mit inbegriffen. Da kann man eigentlich sagen, es ist das beste Buch der Welt. Das hört man gerne vom Michael Jackson Fanclub, Leute, die es ja auch beurteilen, wissen, nehme ich an. Nichts Geringeres hatten wir vor. Das ist das beste Buch über Michael Jackson zu schreiben. Ja, Götz, du hast das Buch gelesen, fast zumindest. Wie ist dein Fazit, dein Urteil bisher? Also, ich bekomme immer wieder aufs Neue Schauer, weil ich so tief, wirklich so tief berührt wurde von seiner Botschaft, von seinem Leben. Und ich muss sagen, ich habe mich echt geschämt. Ich habe mich wirklich geschämt, dass ich zumindest, was seine weiße Hautfarbe, also seine helle Hautfarbe angeht, von den Medien habe blenden lassen, dass er seine Wurzeln, nämlich das Schwarzsein, verneint und gerne ein Weißer sein will. Mhm. So habe ich damals darüber gedacht. Gut, ich war schon Familienpapa, als er Superstar wurde, also richtig in die Medien kam, da bin ich nicht mehr in die Diskos gegangen. Insofern war das so peripher, aber dieses auf den Leim gegangen zu sein, ohne nachzufragen, ohne nachzufragen, was da wirklich dahinter war, nämlich diese Vitiligo-Krankheit unter anderem. Mhm. Also die halt eine Pigmentierung der Haut verhindert, beziehungsweise also weiße Stellen wie so eine gefleckte Kuh. Und irgendwann wurde es halt so viel, dass sie statt zu schminken halt die Haut aufgehellt haben. Und das hat mich wirklich beschämt, dass ich den Mädchen so auf den Leim gegangen bin. Und was mich halt tatsächlich auch mit ihm verbindet, ich habe 15 Monate in einem Kinder-OP meinen Zivildienst gemacht und so viele hunderte Kinder auf dem Arm gehabt und habe so so eine Affinität zu Kindern. Und dieser Mann war sowas von respektvoll und tief liebend. Das Wort pädophil muss man hören. Peis ist das Kind und Phileo heißt lieben. Ja, aber es wird das pädophil wird heute eben in einem ganz anderen Kontext gebraucht. Er hat Kinder geliebt und gewertschätzt und respektiert. Ja, und das hat mich ganz, ganz tief berührt, wenn ein Star, statt sich auf Partys zu begeben, in Waisenhäuser auf seinen Tourneen begibt oder in Krankenhäuser oder. Und wirklich von Mensch zu Mensch, trotz seiner Megastar. Ich finde es ein Krimi. Ja, also ich muss sagen, so viel Böses, wie dieser Mensch auf sich gezogen hat, von allen Seiten, sei es jetzt von der Staatsanwaltschaft, von der Musikindustrie, von mächtigen Interessengruppen, wie der das überhaupt so lange ausgehalten hat. Das ist unglaublich. Und was ihr da zusammengetragen habt, natürlich vor allen Dingen du, aus den unterschiedlichsten Quellen, Forschung,
das liest sich zum Teil wie ein Krimi und zum Teil wirklich ganz nah wie so ein Close-up, ja, nah an ihm dran mit Originalzitaten, wie er für die Rechte von Kindern, ja, ein Recht auf Kindheit, ja, in dieser Oxford-Rede, ein Recht fordert er ein, eine Gute-Nacht-Geschichte für ein Kind, dass ein Kind nicht mit den Nachrichten konkurrieren muss. Also es hat mich tief bewegt und berührt und ich werde noch die letzten 120 Seiten zu Ende lesen. Aber ich sag mal, vielen, vielen Dank jetzt mal vorab schon für diese Arbeit, die ihr da zusammen bewerkstelligt habt. Ich hatte ja vorhin schon mal gefragt, das kann, ihr wart ja nicht per se Michael Jackson-Fans. Nee. Aber es hat sich irgendetwas verdichtet. Ja, also ich sage auch heute nicht, dass ich ein Michael Jackson-Fan bin. Also ich verstehe unter Fantum was anderes. Ja. Ne? Aber ich habe noch großen Respekt vor ihm und finde einfach, dass diese Ungerechtigkeit, die ihm widerfuhr und immer noch, was immer noch über ihn geschrieben wird, es ist ja noch nicht vorbei alles, das ist halt so menschenunwürdigend und hat ja eben auch viel mit das, was heute als Fake News bezeichnet wird, zu tun. Ja. Und ich würde sagen, also wer eben, wenn man sich mit dem Buch beschäftigt, mit was, was die Medien da mit ihm und aus ihm gemacht haben, zumindest was man glaubt, wer er ist. Ja. Mhm. Und da ist es halt unglaublich, wie man die Tatsachen verdrehen kann und gemein ist ja immer auch so diese Halbwahrheiten und dass man dann wichtige Teile weglässt, und um das komplette Bild zu geben. Mhm. Ja, und das ist halt die Gefahr halt und was die Medien halt volle Kanne genutzt haben, um eben, weil er halt auf energetischer Ebene war, eine sehr starke Persönlichkeit und auf finanzieller Ebene, er hat eine, teilweise die Musikindustrie dominiert und sowohl als Künstler als auch als Besitzer von wertvollen Musikkatalogen, und das hat natürlich schlafende Hunde geweckt in allen Ecken und Enden. Als und Schwarzer muss man ja auch. Ja, das kommt noch der Rassismus dazu und da wer überhaupt in diesen, wie sagt man, es gibt halt bestimmte Leute, die haben diese Machtpositionen, und er kam da als Schwarzer und 25 Jahre war er da oder in dem Dreh und hat dann diesen wertvollen Katalog gekauft, der heute wie ein Edelstein, Diamant gehandelt wird und der auch ein paar Milliarden Dollar wert ist. Mhm, wahrscheinlich, also ein paar, also das wurde schon 2005 auf 3 bis 4 Milliarden geschätzt. Und die offiziellen Zahlen sagen 2. Und ich denke, wenn die offiziellen Zahlen das sagen, kann man auch mal doppeln, dreifachen. Und ja, also das ging um sehr, sehr viel Geld, um auch positive Energie trifft negative Energie. Und was für Intentionen man hat, wenn man diese Machtpositionen hat und jetzt kommt jemand mit so viel Licht und macht, will was anderes draus machen, das ist natürlich, gab es einen riesen Aufruhr und Unsicherheit und dann musste man was dagegen tun. Das könnte man jetzt wahrscheinlich schon fast als Fazit des Buches gelten, aber für diejenigen, die jetzt vielleicht die ganzen Fakten, die zu dieser Erkenntnis führen, nicht kennt, würde ich ganz gerne mal so in die Details gehen, was, um welchen Katalog handelt es sich und überhaupt Licht, Schatten. Vielleicht fangen wir mal an, was vielleicht auch die meisten Zuschauer dann doch am Ende interessiert, ist, ihr habt euch nicht nur mit dem Leben von Michael Jackson beschäftigt, sondern auch mit den Umständen seines Todes. Mhm. Und da würde mich natürlich zunächst interessieren, zu welchem Ergebnis ihr da gekommen seid. Also ohne das jetzt so vorwegzunehmen, weil das soll ja auch Spaß machen zu lesen. Spaß? Also, Spannung. Naja, Spannung soll bleiben, das ist Spaß, klar, aber nicht in dem Sinne, nein. Aber es soll ja, also die Spannung ja, nicht ganz nehmen. Genau. Also das sind Dinge passiert halt um ihn herum, die
ganz offensichtlich sind, dass das nicht mit Rechendingen. Ja, das kann man so sagen, ja. Und viele Dinge wurden auch nicht berichtet, das aber im Gericht, vor Gericht gesagt wurde, aber immer noch nicht berichtet wurde. Ne? Also das sind so, man muss halt wirklich sich an die Skripts, muss man sich die Mühe machen und diese Dokumente lesen, was gesagt wurde vor Gericht und so weiter. Und interessant ist halt einfach, dass sowas nicht über die Medien verbreitet wird und wo die eigentlich das sind, die News eigentlich. Ne? Mhm. Und da sind so viele Dinge ans Licht gekommen, dass das eigentlich offensichtlich ist, wie er gestorben ist. Ne? Also das ist eigentlich gar keine Frage. Es ist im Prinzip eine Schlinge gewesen. Ja. Eine Schlinge, die sich immer enger durch Verstrickung von Banken und Privatpersonen bzw. mächtigen Personen. Also es ist so ein Netz an Komplexität, das ist... Es war auch beim Schreiben halt, weil das so viele Vernetzungen und das runterzubringen auf so wenig Seiten, und du hast ja schon um 200 gekürzt. Und das sind halt, das so runter. Man hätte da 12 Bände schreiben können, ohne Probleme. Und es bleibt spannend. Ja. Aber es ist halt. Also auch zu jedem Thema gibt es so viel noch, was man hinzufügen kann. Und es werden bestimmt der ein oder andere Fan sagen, ja, warum ist das nicht drin, warum ist das nicht drin? Es ist einfach nur begrenzt, was man machen kann. Und es geht halt mehr darum, so die Essenz und daraus und den roten Faden. Ne? Und ich meine, der ATV-Katalog, ne? Zuschauer nochmal wissen, was der ATV-Katalog beinhaltet? Das sind, der Michael Jackson diesen Katalog kaufte, waren das rund 4000 Songs. Mhm. Und darin war auch der Northern Songs-Katalog, das ist von den Beatles-Songs, die waren in diesem Katalog drin und die gehörten zu dem ATV-Katalog. Also ATV-Katalog ist sozusagen ein Katalog mit Lizenzen. Genau. Michael Jackson hat Lizenzen anderer Musiker erworben. Ja. Mhm. Genau. Ja. Und das heißt, er hat quasi jedes Mal, wenn irgendwo diese Musik gespielt wurde, Beatles oder wer auch immer gerade, hat er 50% verdient daran, an diesen Einnahmen. Als passives Einkommen. Ja, das ist, musste keinen Finger rühren dafür. Und Beatles wurde halt sehr oft gecovert. Also jede Coverband, jede Kneipe, jedes Lokal oder was diese. Dann hat Sony sich ja später mit eingekauft. Mhm. Und dann haben sie 50-50 dieses Katalog. Jeweils. Und Sony hat ja sehr viele Songs mit reingebracht, aber Beatles war halt der Hauptschlitten. Die Cash-Cow. Mhm. Und dadurch haben sie ihm ja wahnsinnig viel Geld geboten, dass sie mit einsteigen konnten. Und damit hatten sie halt aber auch den Fuß drin. Ne? Und ja, dann jedes Mal, also wenn irgendwo ein Song spielt, dann, die haben ausgerechnet, wann war das? 2005 war das, ne? Prozess, ja. Ja, da war 70 Millionen nur alleine der Michael Jackson. Und 70 Millionen. Jahr. In dem Jahr. Und das steigert es sich ja immer, weil der Katalog wurde immer größer. Und ohne was zu tun, 70 Millionen verdienen in einem Jahr. Aber er hat es ja eben nicht, und das war ja ganz deutlich, dass er das nicht um des Geldverdienens und noch mehr Geld oder sonst was. Nein. Er hatte was damit vor. Mhm. Er wollte seine eigene, wie kann man sagen, MJ Universe. Konzern, so wie ein Medienkonzern. Ja, wie Disney, wie DreamWorks, diese großen Unterhaltungskonzerne. Und da wollte er halt auch sein eigenes machen mit seinen Ideen. Familienfreundliche, aber schon auch mit Action. Also der war schon auf Action aus. Aber halt auch mit Botschaften. Mhm. Ne? Und zwar lichte Botschaften. Und respektvollen Umgang. Ja. Mit den Künstlern. Ja. Das ist. Ja. Heal the World ist sicherlich nicht billig, wenn man das sozusagen als Agenda hat. Und verstehe ich das richtig? Er hatte sozusagen die Idee,
eine parallele Musikindustrie zu der damals vorherrschenden aufzubauen, die ja. eben ohne die ganzen Sachen, die ihn da gestört haben, auskommt. Also nicht Profit an oberster Stelle, sondern eben all das, was er ja auch in seinen Songs letztlich. Ja, so kann man respektvollen, das verstehen. Im Prinzip respektvollen Umgang, ne? Auch mit den Künstlern. Also es ist wäre eine große Konkurrenz geworden zu den schon bestehenden Konzerne, die Unterhaltungsindustrie. Ja, und er wäre wahrscheinlich auch damit sehr gut weggekommen, weil er ja so viele Fans hatte. Mhm. Ne? Und alleine, dass ein Produkt von ihm kommt, das ist schon eigentlich eine Garantie. Mhm. Und da haben sie natürlich, sind alle Licht angegangen bei der Konkurrenz. Ne? Und das wird auch im Buch erwähnt, dass wer aus der Konkurrenz sich besonders da eingekniet hat, sich so nah wie möglich an Michael Jackson zu kommen und ihn auch versucht hat, so in andere Richtungen, also ihn einfach zu manipulieren auch. Mhm. Und also das ist ja, wie einer seiner Leute gesagt hat, das ist wie eine Schlangengrube, wo er kam, weil er, Michael Jackson bedeutet Geld. Also der war einfach einer, der Geld machen konnte. Und selbst mit dem man Geld machen konnte. Und genau, mit dem vor allem, ja. Da muss ich an der Stelle trotzdem nochmal auf die Umstände seines Todes zurückkommen. Die haben wir gerade so ein bisschen umschifft. Ja. Da gibt es ja eine offizielle Version. Vielleicht könnt ihr die nochmal ganz kurz anreißen, was ist überhaupt offiziell geschehen. Es gibt bestimmt viele Menschen, die das nicht wissen. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau mehr auf dem Schirm, nach nun mittlerweile 8 Jahren. Und es gab auch einen Prozess dazu. Vielleicht können wir noch mal kurz erwähnen, wie der ausgegangen ist. Und gibt es denn Zweifel an dieser Version, ohne dass ihr jetzt zu viel verratet natürlich? Ja, man kann auch Wahrheiten nicht genug oft wiederholen. So, also offiziell wissen viele nicht. Offiziell ist es auch gerichtlich bestätigt, dass Michael Jackson durch eine fahrlässige Tötung ums Leben gekommen ist. Also er wurde getötet. Fahrlässig. Und die Frage ist dann nur noch, war die fahrlässige Tötung wirklich fahrlässig oder beabsichtigt? Und wenn, ja, also fahrlässige Tötung durch den Arzt, Alleinschuldiger ist der Arzt, gemäß Gericht. Ich sage jetzt, wir sind nicht überzeugt, dass er der Alleinschuldiger ist. Er war der Ausführende, offensichtlich. Aber die offizielle Theorie ist alleinschuldig, weil er Michael Jackson in einer entscheidenden Phase der Behandlung, wo ihm Propofol verabreicht wurde, einfach rausgegangen ist und telefoniert hat. Und dabei muss man bei einer Propofol-Behandlung, das wäre wieder eine andere Frage, warum das? Das war Michael Jacksons verzweifelter Versuch, irgendwie Schlaf zu finden, beziehungsweise Ruhe zu finden. Eine Propofol-Narkose ist ja kein Schlaf. Aber das war in dem Moment, war er so unter Stress und so an die Wand gedrängt, dass er, das ist wieder eine Geschichte, warum bringt man den Megastar? Mhm. Oder wenn ich so mal böse sage, warum plagt man den Goldesel so, dass er in Existenznot kommt? Mhm. So, das ist die andere Frage. Aber er war in dieser wirklich vernichtenden Existenzsituation, Existenzangst auch, deswegen dieses Propofol. Und da ist er rausgegangen. Also wirklich auch physisch. Ja. Physische Existenz. Nicht nur Existenz als Star oder sonst was, wirklich physisch. Ja, einfach Existenz mal, also nicht wegen Geld, aber einfach, dass man ihn wegen diesem Comeback-Tournee, vor allem die Aufstockung von 10 auf 50 Konzerte, ihn da so einfach wirklich in eine existenzielle Panik gebracht hat, weil wenn du versagst, dann ist die ganze Karriere ruiniert. Und gleichzeitig natürlich wusste er auch, und das hat er auch öfters gesagt, dass er befürchtet, dass man ihn umbringen will. Ja. Das hat er in den letzten Jahren öfters gesagt. Die Massenmedien haben gesagt, haha, Paranoia, Verschwörungstheoretiker. Ja. Oder? Das war alles, was ihre Recherche hergab, beziehungsweise die mangelnde, also die Verweigerung von Recherche. Mhm. Es hätte nicht viel gebraucht, dann hätte man das verstanden. So, und das ist, offiziell heißt es einfach, er ist aufgrund fahrlässiger Tötung durch einen Mix von Midazolam und Propofol und dergleichen ums Leben gekommen. Aber eigentlich war es eben
Wir beschreiben ausführlich, wie das geht. Und ich habe auch schon mit Ärzten darüber gesprochen, wo ich ihnen das erzählt habe. Und die sind alle entsetzt. Wir haben ja das drin. So viele Fehler, wie dieser Arzt mache, kannst du gar nicht machen. Das ist, so viele Fehler machst du nur absichtlich. Für ein Gehalt von 100.000 Euro. Ja, du hast 150.000 Dollar im Monat, dass du dich um eine Person kümmerst. Mhm. Ah, das ist, also der kann nicht sich wegen Unterbezahlung beklagen, oder? Und ja, aber okay. Hat das, ja. Aber eben, und da kommen dann schon die ganz klaren Zweifel, weil es zum Zeitpunkt des Todes dringendste Tatmotive gab, dass Michael Jackson sterben müsste. Mhm. Ja, es gab so viele Probleme, selbstverschuldete Probleme an dem Moment, wo es, ich kann das durchaus auch zusammenfassen, oder? Wo es auch ganz klar war, all diese Probleme sind sofort gelöst und ins Gegenteil gewendet, wenn der Mann in 24 Stunden tot ist. Ja, da waren sehr viele Aspekte. Also ich kann das, ja, wir können ja, also ich denke, es ist interessant, dass einfach das Rätsel ist der Arzt. Und ich schaue den Mann bis heute noch nicht wirklich, was seine Motivation war. Weil der Arzt hat Michael Jacksons Gesundheit systematisch kaputt gemacht, sabotiert. Mhm. Indem er ihm, das hast du herausgefunden, alle haben gesagt, ja, Propofol ist das Problem, das Narkosemittel, das ist überhaupt kein Problem. Deswegen ist das ja in allen Spitälern so verwendet. Weil auch wenn einer 5 Stunden lang operiert wird, bist du auf 5 Stunden unter Propofol, du hörst auf und dann erwacht er wieder. Mhm. Und das hat keine schädlichen Nebenwirkungen. Natürlich, in jedem Spital ist eine Person da, die sich nur, die Narkoseschwester, wie man so sagt, oder der Narkosebruder oder so, jedenfalls einfach der Arzt, der kümmert sich nur darum, ja. Damit diejenigen, die operieren, die wissen, der ist in Narkose und erwacht uns nicht oder sowas. Ja. Also da braucht es eine Person. Und da latscht man nicht einfach weg. Mhm. So, aber da sieht man ja schon, rein juristisch gesehen, dass der Arzt wegläuft, ist der mildernde Umstand. Wäre er dabei geblieben und gestorben, dann wäre es Mord gewesen. Wenn er draußen ist und nachweislich telefoniert, das hat man die ganze Liste gehabt, dann war er nur fahrlässig. Dann ist es kein Mord, sondern nur fahrlässige Tötung, wenn du draußen telefonierst. Und das war sicher ich denke, Absicht. Heutzutage im Rückblick, wenn man das alles zusammensetzt. Oder? Aber eben dieser Arzt hat die Gesundheit, du hast herausgefunden, mit Azolam. Nicht das Demerol und nicht das Ja, das ist halt kontraproduktiv, ja. Das mit Azolam, das hast du, das wird einfach so nebenbei erwähnt. Keiner. Das soll man auf keinen Fall verwenden, gerade wenn man Propofol und so. Mhm. Ja, und du hast halt einfach, Respekt eher ja. auf. Das ist komplett. Eben, es ist völlig jemand, der schlafen will, dem gibt es keinen Midazolam, das ist ja ein Aufputschmittel eigentlich. Und nur vor der Operation ist es ein Beruhigungsmittel. So, aber du hast dann herausgefunden. Und genau, und der Geist wird auch, also das Gehirn wird angegriffen mit diesem Midazolam. Und deswegen, er war auch so zum Schluss vergesslich. Er hat normal ein sehr, sehr, sehr gutes Gedächtnis und plötzlich. War so Lücken, was bei ihm komplett untypisch war. Und das ist dieses Medikament verursacht, das. Und es gibt also Opfer, es gibt so richtige Blogs. Das ist wichtig, so ganze Blogseiten im Internet, wo Midazolam-Opfer berichten, wie es ihnen geht. Und das ist Horrorgeschichten. Ja. Schreikrämpfe und Gewichts- und Gleichgewichtsverlust und Gedächtnisverlust. Und genau das ist bei Michael Jackson passiert. Währenddem er noch, das weiß, das wissen wir jetzt von den E-Mails, die da beim 2013er Prozess ans Licht kamen, während er noch im April, Mai relativ fit war und auch seine Spins noch machen konnte, schreiben die ganz frech im Juni, wenn er jetzt seine Spins macht, he would fall on his ass. Mhm. Also knallt ihn auf den Arsch. So schreiben die, respektlos. Und ich verstehe nicht den Arzt. Der ist doch zuständig, dass es dem Mann gut geht, seinem Patienten. Also der Patient ist falsch, einfach der, für den er sich kümmern muss, die Person, ja, gut, die betreute Person. Sein Charakter wurde ja auch analysiert mit seinem Verhalten, wie er sein Privatleben führt. Der Murray.
Ja. Und da kam ja auch einiges ans Licht, dass er jetzt nicht unbedingt der verantwortungsvollste ist. Und dann hat er noch wahnsinnig, also sehr, sehr viele Schulden und lebte auf einem Grundstück, was den Leuten gehört, die Jackson wieder... Er war das erpressbar natürlich, ja, offensichtlich. Ja. Deswegen, also für mich ist es eigentlich keine Frage, sondern das ist einfach einer, der kein Rückgrat hat, der sich hat kaufen lassen. Also anders würde ich das nicht. Ja, und, und ich wundere mich nicht. Er muss doch gesehen haben, dass die Person, für die er zuständig ist, dass es der immer schlechter geht. Mhm. Also das war offensichtlich. Den Paparazzis und jedem ist es aufgefallen, dass es dem Mann geht es immer schlechter. Na gut, aber offensichtlich war das ja dann die Aufgabe des Arztes. Genau. Wenn man, das ist jetzt verschwörungstheoretisch, das klar. Das ist die Theorie, aber es gibt keinen anderen Grund. Der Arzt muss doch sagen, ich probiere das, was schlägt an, was greift, was geht gut. Im Idealfall, aber hier ist es Der normale, vernünftige Arzt, also normale irgendwie Arzt, der seine Pflicht tut. Und der, ich probiere mal mit, also lang, das tut ihm nicht gut, sofort wieder aufhören, oder? So wird man auch, also nur schon, dass er das ausprobiert, aber das könnte man ja noch verzeihen, dass er da experimentiert. Zumal ja Michael Jackson ja auch so drum gekämpft hat, nicht abhängig machende Mittel zu bekommen. Das war für ihn ganz wichtig und er hat genau diese Dinge verwendet, die er eigentlich immer in seinen Grundphilosophien nicht wollte. Und, die Schlinge vorweg, also mit AEG. Also nicht mit dem Elektronikkonzern AEG. Und dass die eben auch kamen. Entertainment Group, ja. Und dass sie auch ihn zu Hause aufsuchten, Nacht bevor er starb. Also er war ja nicht da, aber eben, dass er bekam einen hohen Besuch von diesen Leuten und so alles. Und jedenfalls an dem Punkt war klar, Michael Jackson Gesundheit ist so schlecht. Also die haben den Arzt gedroht, das ist jetzt wichtig, das hat der Sohn beobachtet, dass der Arzt bedroht wurde und ist ja auch in diese Zeugenaussage. Aber vielleicht sollten wir dem Publikum auch sagen, welchen Vorteil hat jetzt zum Beispiel AEG durch seinen Tod gehabt? Das war an dem Punkt was offensichtlich. Sie haben das so früh auf den Juli angelegt, dass die Tournee, dass die Konzerte am 13. Juli in London starten müssen. Mhm. Es war klar, zum Punkt, uns fehlt ein Monat. Mhm. Und das ist ein entscheidender Monat. Mhm. Also sie sind einfach zu früh, beziehungsweise durch diese Umstände sind sie auch in den Verzug gekommen. Das ist bewiesen. Mhm. Es gibt das Interview von Kenny Ortega, dass er kurz nach dem Tod von Michael Jackson, vor dem Erscheinen des Films, die sie sieht, bei der Oprah Winfrey gegeben hat. Das ist also eine große Bühne. Dort ist es dem Kenny Ortega, das war der Bühnenorganisator, der da zuständig war, dass auf der Bühne alles läuft und dass die Show zustande kommt. Ihm ist es dort rausgerutscht, dass sie 3 Wochen im Verzug waren. Uns fehlten 3 Wochen. Also das haben sie auch gegen außen immer versucht auch mit dem Film haben sie zeigen wollen, wir waren fertig, Michael Jackson war fit, das wäre eine super Show geworden, jetzt ist halt leider gestorben. Mhm. Also das war, gegen außen musste dieser Eindruck geweckt werden, es war alles. Aber, klar, das sieht man auch bei This Is It. Ja. Also diese DVD, da sieht man ganz klar, dass es noch lange nicht fertig ist, dass die noch in ihrer... Heißt das, dass da eine Versicherungssumme geflossen ist für den Ausfall? Dann? Oder also da war die Rede von der Versicherung, also das war ein wichtiger Punkt. Mhm. Aber die Versicherung hat... wollten noch eine Untersuchung kurz bevor er diese Konzerte antritt. Und diese Untersuchung, daran hätte es jetzt gelegen, ob die überhaupt noch das abgedeckt hätten oder nicht. Und das war ein großes Problem, weil er war offensichtlich nicht mehr in der Lage, diese Konzerte zu machen. Aber welchen Vorteil? Und es war am selben, also war am Todestag, wo sie den Druck gemacht haben beim Arzt, dass sie jetzt... Am 24. Kamen die E-Mails von London, weil die Versicherung war in London. Lloyd's of London. Die haben natürlich aus der Klatschpresse und so von den Paparazzi-Fotos gesehen und haben gesagt, also so gesund, wie die behaupten, sieht der Mann nicht aus. Ja. Weil der Arzt, der ihn im Januar untersucht hat, hat gesagt, Michael Jackson ist so gesund wie ein Astronaut und so, oder? Also so hat man sie ja verkauft, sonst hätten auch die Fans oder die Konzertteilnehmer hätten ja keine Tickets gekauft, wenn man denkt, das ist ja nicht klar, ob das überhaupt stattfindet. So, es war ganz klar, es findet statt, der Mann ist gesund. Und dann wollte die Versicherung
am 24. Juni, in der Nacht auf den 25. Juni, kommen die Druckmails. Wir wollen sofort die Unterlagen und wenn der nach London kommt, wollen wir ihn untersuchen mit unserem eigenen Arzt, nicht mit eurem Arzt. Hat die Versicherung geschrieben. Ja, die Versicherung. Also da wäre ganz klar rausgekommen, dass da, weil die waren auch verpflichtet, Veränderungen im Gesundheitszustand, alles muss man melden, ist ja logisch. Also das ist ja, das ist keine Schikane der Versicherung. Das ist ja logisch, dass die Versicherung das will. Ja. Haben sie alles nicht gemacht. Da wäre also der Versuch der Versicherungsbetrug aufgeflogen fast. Gleichzeitig sind sie im Rückstand. Also der Konzertveranstalter hätte gerade stehen müssen, dass sie den Megastar kaputt gemacht haben, dass sie es nicht schaffen. Mhm. Gleichzeitig wäre das Comeback ein Fiasko geworden, ein völliges Desaster für Michael Jackson. Das würde heißen, die Jackson-Aktie für Sony wäre in den Bach runter. Keiner hätte Jackson-Musik mehr gehört, auch nur gratis. Das war alles am 24. Die Jackson-Achse geht runter, das Konzert geht, wir schaffen das nicht, jetzt macht die Versicherung noch. Und es gab die eine Lösung. Wenn der Mann morgen tot ist, dann geht die Aktie nach oben, ja. Wir müssen das Konzert nicht machen. Da ist die Versicherung auch nicht mehr so ja, und wichtig. Dann gibt es die Untersuchung nicht, dann ist das Thema mit der Versicherung auf. Also es gab mit anderen Worten dringendste und offensichtlichste Motive, dass er sterben musste. Ich meine, ihr habt ja beschrieben, dass vorher die Schlinge immer enger wurde, dass da Synchronizitäten waren. Also gleichzeitig, dass Fortress, so viele Ebenen, Fortress als sein Geldgeber, damit er liquide ist, auf einmal den Darlehensvertrag kündigt. Mhm. Und der dann als Retter auftritt, der Barack, mit Fortress verbandelt war. Und wieder AEG, Anschutz, also auch da Querverbindung und alles gleichzeitig. Ja. Und dann noch der Prinz von Bahrain. Ja, der hat halt mit dem Barack hat er halt auch Geschäfte. Also dass man ihn praktisch in eine Schuldenfalle, man hat ihn ja systematisch in Absprache in eine Schuldenfalle gelockt, weil er hat ja dieses Comeback wollte er überhaupt nicht machen. Er wollte überhaupt nicht mehr zurück auf die Bühne, er wollte in Filme und er war ja auch 49, 50 und Michael Jackson wusste ja, er kann nicht einfach zurück auf die Bühne gehen mit 50 und einfach so ein paar Liedchen singen. Wenn Michael Jackson auf die Bühne geht, muss das ein Mega-Ereignis sein. Ja. Er kann nicht mal das von vorher wiederholen, es muss besser sein. Mhm. Es wäre ja auch möglich gewesen, wenn das weniger Konzerte in größeren Abständen. Mhm. Also es muss man halt einfach auch, also ich denke, die Show ist ja super, der Film, zeigt ja, es wäre ja super geworden. Ja. Das ist halt nur, das war diese Konzertabstände, das war ja mörderisch, diese Marathon an Shows, ne? Also wir hatten dann ausgerechnet 33 Shows sind Pause, 33 Mal hintereinander. Also das ist mit nur einem Tag Pause. Mit einem Tag Pause, das ist selbst für einen jungen. 3-4 Kilo hat er ja pro Show man verloren. Verliert, man schwitzt das kannst du nicht in einem Tag. Ist ja wie ein Bundesligaspiel sozusagen. Ist denn durch den Ausfall der Tournee, möge man jetzt auf den ersten Moment denken, ja, das ist ja ein Totalausfall für den Veranstalter. Also der, würde ich jetzt erstmal so interpretieren, der Veranstalter hat doch eigentlich überhaupt kein Interesse, ihn da jetzt loszuwerden. Ja, also ich meine, ein paar Motive, Argumente gibt es, aber hatte der nicht einen totalen Ausfall oder hatte die Versicherung, weil sie eben dieses zweite Gutachten nicht machen konnten, dann voll bezahlt? Die haben nicht bezahlt dann. Okay. Das ging dann auch vor Gericht. Das ist nochmal so ein Prozess, also wo die so. Der Vorteil, also ich denke, am Anfang ging es nicht darum, dass er sterben muss. Ich glaube einfach, das war ein Plan B. Also ich denke, dass man muss flexibel sein. Also so, ich denke, das ist mehr die Flexibilität der Veranstalter. Und dass man halt, die haben
einfach ihn in eine Situation gebracht, die er menschlich gar nicht mehr meistern konnte. Und das haben sie dann gemerkt. Aber seitens des Veranstalters? Mhm. Ja. Aber dann wird das ja bedeuten, dass... Die haben von 10 auf 50 Konzerte aufgestockt. Ja. Sie haben ihn in die sie haben ihm gesagt, es geht um 10. Dann haben sie hinterrücks 50, dann noch 40 Konzerte mehr verkauft. Können wir jetzt auch Profitgier. Ja, das ist auch. Also ist jetzt auch nicht unbedingt in der Absicht, Michael Jackson kaputt zu machen, sondern pure Profitgier. Ist auch Profitgier. Da gab es ja verschiedene Geschichten. Also das sind ja verschiedene Ebenen, die gleichzeitig gearbeitet haben. Und wie sein Anwalt ganz gut gesagt hat, die müssen nicht mal immer zusammengearbeitet haben. Mhm. Ne, also das finde ich, hat er ganz gut gesagt. Das sind einfach... Also bei dem Prozess zum Beispiel, wenn es irgendwo was zu holen ist, dann kommen die Leute aus allen Löchern. Mhm. Und jeder hat sein Motiv. Und manchmal können sie gut zusammenarbeiten, wenn solange es in ihrem Interesse ist. Und dann, wenn sie nicht, dann machen sie es halt getrennt. Es ist so komplex. Mhm. Also es ist so schwarz-weiß, jetzt sagen, der Veranstalter hat so und so gedacht und die so und so. Das sind auch so Entwicklungsgeschichten, die so... Aber man hätte es bremsen können, man hätte es stoppen können, wenn man Interesse an Menschen gehabt hätte. Ne? Mhm. Und dann, wenn er Erfolg gehabt hätte mit diesen, wenn das tatsächlich jetzt im positiven Falle, er hätte diese 50 Konzerte, wenn alles optimal gewesen wäre für ihn als Person, dass er es hätte meistern können, dann hätte er ja eine Botschaft geschickt, da wollte er nochmal viel mit dieser Botschaft, mit positive Energie und Heilung und so weiter. Das war eins seiner Hauptthemen. Da muss man einfach nur sehen, Earth Song, wie das gemacht hat auf einer riesen Leinwand und so, also sehr schön gemacht. Und das hätte nochmal die Energien in Gang gesetzt, die andere nicht wollen, die andere Energien hinter den Kulissen, die eine ganz andere Agenda haben, verhindern wollten. Und das nochmal eine andere. Und dann, wenn die eine Position sieht, die handeln eigentlich in unserem Sinne und dann helfen wir ein bisschen mit. Und das ist so diffus und so subtil manchmal. Ne? Also, oder man nimmt den Schutz weg. Ne? So wie bei Kennedy wurden die einfach den Schutz weggenommen und dann war freie Linie. Und so war hier auch, wurde der Schutz mehr und mehr zurückgenommen. Und im Gegenteil, man hat ihn noch mehr gestresst. Und also das sind so viele Schichten und Ebenen, die da. Aber dann, die Frage ist natürlich berechtigt, aber eben im Juni wurde klar, die Konzerte können so nicht stattfinden. Die Michael Jackson, da ist die Frage des Arztes, in wessen Auftrag handelte er? Das kann wohl kaum der Konzertveranstalter gewesen sein, dass er die Gesundheit der Stars sabotiert. Und zwar langsam, 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 dass es kaum auffällt. Das hat er gemacht. So, das ist die Frage. Und da wurde natürlich der Konzertveranstalter in seiner Profitgier damit konfrontiert und der Ausbeutung des Künstlers, alles. Dagegen hatte Michael Jackson schon 2001, 2002 bei Sony protestiert. Da hat er es einmal mehr wieder im eigenen Leib erlebt. Und da hat der Konzertveranstalter einfach gesehen, so geht das nicht. Und dann war Plan B, ich denke auch, das war der Plan B. Und so groß war der Verlust ja nicht, weil viele... Das beschreibst du ja auch, deswegen betonst du, wie schwierig das war mit den Tickets. Das war ja ein Ticket-Scalping. Das heißt einfach... Ticket-Scalping? Da wurde ein Großteil der Tickets irgendwie von Schwarzhändlern sofort aufgekauft, obwohl man nur 5 Tickets höchstens pro Mal kaufen konnte mit viel. Und dann gab es die nur noch auf dem Schwarzmarkt. Für 1000 Euro. Etwas, wogegen Michael Jackson sehr war. Ja. Und er wusste aber nicht, dass die das gemacht haben. Aber es ist ziemlich klar, wenn man schaut und aus der Beschreibung geht klar, wer der Schwarzmarkt war. Der Konzertveranstalter selber. Der hat selber die nicht rausgegeben, sondern für einen viel höheren Preis verkauft. Der hat die zurückgehalten und, einfach. Und das Interessante war, ohne Rückgaberecht. Ja, wenn du es auf dem Schwarzmarkt erwirbst, schwierig, genau. Dann gibst du 500 bis 1000 Euro aus für ein Ticket und kannst es nicht zurückgeben. Super, also die haben doppelt so viel für die Tickets kassiert ohne Rückgaberecht. Manchmal mehr. Bis ins Zehnfache. eBay wurden die für 1000 Dollar angeboten. Und das ist auch nachgewiesen? Nachgewiesen ist, dass es,
dass ein großer Teil über den Schwarzmarkt lief, diese Tickets und der Konzertveranstalter. Das habe ich auch selbst gesehen, weil ich versuchte ja auch an einen Ticket anzukommen. Also wenn du als normaler Schwarzhändler, wie du, wenn du jetzt ein Schwarzhändler bist und da irgend ein paar Tickets mehr, du kommst nicht an diese Menge von Tickets ran, die dann zum überhöhten Preis verkauft wurden. Deswegen ist der Verdacht nahe, dass da natürlich eine Parallelorganisation, die mit den Ticketinhabern es lief auch sehr souverän und professionell, also das waren größere Köpfe, ja, also so erfahrene Köpfe steckten dahinter. Und vor allem war es ja nicht eben, wie du sagst, nicht möglich. Du konntest nur 4 Stück erwerben auf 4, einmal. Okay. Und ich kam ja zum Beispiel, ich habe ja auch versucht, weil ich ein Musical geschrieben hatte, gerade zu dem Zeit, wo er im Schlüsselpunkt war. Und habe ich gesagt, okay, ich möchte mir wenigstens einmal live anschauen. Und ich saß da 20 Minuten, kam nicht durch. Und dann kam wieder, versuchen Sie es später nochmal. Und es ging und ging. Und dann war ich halt stur. Ich versuch's. Und dann guckte ich auf die Fanbase, was die sagten. Und exakt dasselbe. Niemand kam durch. Die waren richtig aggressiv, weil die nicht durchkamen. Mhm. Und diese Tickets, die waren die besten, mit den besten Plätzen, wo man ihn am besten hätte sehen können, das haben sie alle zurückgehalten. Und dann plötzlich, nach so und so vielen Stunden, wurde alles freigeschaltet und man konnte locker ran, aber für einen dreifachen Preis. Doppelt, dreifach, also x-fach, ja. Und eben ich habe aber meine zurückbekommen, also mein Geld. Also das, weil ich wollte kein, ja, weil man konnte auch das auf das Ticket also behalten. Mhm. Und dann kriegt man halt kein Geld. Und viele Fans, echte Hardcore-Fans, die haben das, weil er gestorben war, haben sie es halt behalten als Andenken. Ja. Also mit anderen Worten, der Konzertveranstalter musste nur ein Teil des Geldes, das er schon bekassiert hatte, Monate vorher, nur schon mit den Zinsen, und dann hast du auch, es hat ja lange gedauert, bis sie das zurückzahlen. Mhm. Also die haben dann nur schon über die Zinsen so viel Geld rausgeholt, dass das also im Großen und Ganzen der Tod und das Zurückgeben des Geldes, das, was sie zurückgeben mussten, vermute ich jetzt einfach mal als einer, der denen Böses unterstellt, oder, haben sie das durch über den Schwarzmarkt, was sie da, haben sie quasi ausgeglichen, dass sie quasi da überhaupt nicht drauflegen. Aber das war ja schon im März. Dann überleg mal, das war dann ja dann... Haben die im März schon an ihn gerechnet? Dann haben die im März schon diesen Gedanken gehabt. Ja. 750.000 Karten. Ja, es geht um eine... Wir sprechen hier von einer offiziell nur Milliarde. Eine Milliarde mit einem Normalpreis. Nicht der Schwarzberg, wo da noch eins draufkommt. Also es ist diese Dimension. Also dieses Argument lässt sich entkräften. Da haben sie also vorgesorgt über diesen Ticket-Scalping-Trick. Und dann haben sie rechtzeitig alles professionell gefilmt. Das konnten sie für 60 Millionen an Sony verkaufen. Da kommt schnell 60 Millionen rein. Und was da sonst noch für Beteiligungen waren. Also der Konzeptveranstalter hat sicher nicht draufgelegt. Der hat da sehr viel verdient. Und dann, wenn man denkt, wie die noch verbandelt sind, oder? Da indirekt, vielleicht haben die Aktien bei Sony oder so, dann geht es, wenn die Jackson-Aktien, wenn auf einmal da wieder ein riesen Umsatz ist von Jackson-Musik, was ja war, das ist ja nach oben geschossen, kaum war er tot, war das wieder Nummer 1. Und also einfach vielleicht, das war weiß ich Wahnsinn. Nicht, riesen Umsatz, dann ist klar, also das wäre nie gewesen, eben wenn das ein Fiasko geworden wäre oder so. Also eben an dem Zeitpunkt gibt es wirklich feste Gründe und Motive, dass man sagen kann, also Gründe zu glauben, dass Leute ein Motiv hatten, ihn lieber tot zu sehen als lebendig, und dass man ihn einfach durch eine fahrlässige Tötung sterben lässt. Mhm. Ja. Und das sieht man dann auch am Arzt. Wir haben das im Buch drin, wie der Arzt, es ist so verwirrt, so verworren, weil da verschiedene Ebenen im Rückblick muss man das zeitlich auseinanderhalten. Wann hat er was gesagt? Nach dem Tod hat er was anderes gesagt, als ein paar Tage später, wo rauskam, so dass Propofol drin ist. Ja. Und dann später, nachdem er im Gefängnis war, für 2 Jahre, hat er nochmal eine andere Geschichte erzählt. Lügengeschichte Nummer 1, Lügengeschichte 2 und 3. Und das Interessante ist, bei keinem der 3 sagt er die Wahrheit. Also wenn man die Variationen dann anschaut, kann man natürlich durch das, was er auslässt, natürlich Rückschlüsse ziehen. Mhm. Und dann kann man, also wie im Buch,
rekonstruieren wir spekulativ, was in dieser Nacht von der 24. auf den 25. bis zum Tod gegen Mittag 25. passiert ist. Mhm. Jenseits der Lügen des Arztes können wir das, und das kann man nachlesen, wie dieses Szenario aussieht. Und das ist dann sehr plausibel. Und dann ist klar, warum er lügt. So. Aber vorher hat man ja versucht, ihn Ruf zu morden. Und nicht nur einmal. Also ja. Das heißt, seinen Ruf als Künstler, als ja, Kinder, ein Mensch, der Kinder liebt, ja, hat man ja auf den Kopf gestellt und gesagt, ah, der missbraucht Kinder und versteckt das sozusagen hinter Neverland und seinem Engagement für Kinder, versteckt er heimlich seine Pädophilie. Das heißt, da hat man ja vorher schon versucht. Ja, ja, ja. 20 Jahre vorher. Ja, ja. Also das ist ja, wie gesagt, es hängt ja auch mit dieser Macht, die er hat im Business. Und eben, dass er halt versucht hat und auch getan hat, also er hat viel Licht gegeben auch. Also er war ja sehr lichtvoll mit seinen Botschaften und er immer gesagt hat, das ist, ich sehe mich als Vorbild für Kinder und das war ihnen auch wichtig, dass er sah seine Rolle als Vorbildfunktion, wie man sich verhält und kein Alkohol, diese, nicht rauchen, ja, nichts. So diese ganze, er wurde ja eben dafür sogar von Reagan ausgezeichnet. Ja gut, das ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber mit dem Alkohol. Gegen Alkohol ist. Ja. Gegen Alkohol am Steuer. Ja. Also, das war ja aber, weil er gesagt hat, wenn die meinen Song benutzen, ja klar, das war gegen, das ist richtig. Ja, also klar, weil dass ich noch ein paar... er war ja clever, er wusste halt auch, wie er Publicity, zu seinem Ziel kam und er hat seinen Weg gehabt, wie er Publicity machen kann und er hatte auch Leute, die darin gut waren und die haben sich da auch manchmal Geschichten ausgedacht, um eben die Medien zu kontrollieren auch, weil der wusste ja, wie es funktioniert und dann hat er sich dann halt auch irgendwelche Sachen, das verwirrte natürlich noch mehr und irgendwann mal wurde es so gegen ihn verwendet auch, ne? Aber das war eigentlich eine Verzweiflung aus diesem ständigen Rufmord mit ihm und auch immer dieses permanente, also sein Sexualleben und all sowas, das war ja, wurde ja auch, ach, ich kenne keinen Mensch, der so, wo man so viel Details weiß letztendlich oder glaubt zu wissen und verbreitet hat, wie über ihn. Also niemand wurde so ständig beobachtet. Und er hatte ja nicht das Profil eines Pädophilen, aber er konnte, selbst wenn er eins gehabt hätte, er war immer unter Leute. Ja. Immer. Das war der meist beobachtete Mensch der Welt. Und also das, schon alleine das wäre in irgendeiner Form. Und die haben ja nichts gefunden. Und also er hat, und das möchte ich immer wieder betonen, er hat nicht das Profil und er ist kein Pädophiler. Das ist so offensichtlich und das ist ganz eigentlich. Da ist ja vor allen Dingen auch die Kinderstars, einige Kinderstars von Hollywood, ja, haben ja für ihn ausgesagt, ja, wo er gesagt in Hollywood. Hm. Ja, der eine sagte, ich bin von Schlangen umgeben. Aber es gibt umgeben. Auch welche, also die sich kaufen lassen, genau, und denen ihre Karriere schlecht laufen, die auch in Hollywood in sind, Moment. Die das Gegenteil machen. Ja, aber dass da ganz klar wurde, in Hollywood ist Pädophilie, dass man das Wort überhaupt so, ist auch wieder eine Verdrehung, das Wort Pädophil. Gut, aber das ist nun mal so, ich möchte das nicht mehr versuchen, das Wort nett zu sprechen. Nein, oder so. Ich wollte nur sagen, also das ist auch das, schon da wird verkehrte Welt. Ja, genau. Das heißt, Kinderliebend. Aber es ist heute ein Synonym für das. Und genau, Missbrauch. Das sind Kindermissbraucher. Und Michael hat Kinder geliebt, weil er selber keine Kindheit hatte. Ja, und gesagt hat, wenigstens ihr sollt die Rechte haben, dass man euch abends vorliest. Also oder sowas. Ja. Kann man im Prinzip sagen, ist rein von der Wortbedeutung das Wort, er ist pädophil, gar nicht falsch, aber in dem umgangssprachlichen Gebrauch, in dem wir das Wort benutzen, typisch, ist es falsch. Das ist typisch für unsere Zeit. Genau, aber das ist schon so fest verwurzelt, dass ich gar nicht so eine Diskussion habe. Er hat keine Kinder missbraucht. Genau, das denke ich, ist es ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Man sieht ja auch also ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über die Macht der Medien und der Fake News sprechen und
und man sagt ihm, die Alternativen sind Fake News und wir sind die Seriösen. Mhm. Da haben wir ein ganz konkretes Beispiel. Als 1993, wir haben im Interview darüber gesprochen, oder auf dem Höhepunkt war und in der Pause der Dangerous Tour, in diesem erste Hälfte 93, ist es ja passiert, dass dann Michael Jackson einen Jungen auf dieser Familie kennengelernt hat. Die Geschichte ist jetzt zu komplex, oder? Aber da hatte Michael Jackson diesen Buben da, Jordan Chandler, zu Hause mit der Mutter. Die Mutter war allein, also war schon wieder mit einem neuen Mann zusammen, während der Vater auch schon mit einem anderen zusammen war und so. Aber als dann Michael Jackson bei der Ex-Frau war, mit meinem Sohn, oder, hat der Ex-Mann dann gesagt, Moment mal, das ist übrigens auch noch mein Sohn. Dann hat er auf einmal großes Interesse gehabt wieder an seinem Sohn. Mhm. Während er vorher nicht mal die Besuchsrechte und Alimente, da hat kein Interesse gehabt, seinen Sohn auch nur zu besuchen. Auf einmal war er wieder da. Und hat sich dann natürlich so an Michael Jackson rangemacht und ganz klar ein frustrierter Zahnarzt, der seinen Job nicht liebte, der schon mehrere Prozesse im Hals hatte von Patienten, die ihn wegen Körperverletzung anklagten. So ein Charakter war das. Der Vater von diesem Sohn. Ja. Vater von diesem Buben. Ja, Vater vom Sohn, ja. Und der aber schon getrennt war. Und dann hat er sich an ihn rangemacht und wollte Geld von Michael Jackson. Und Michael Jackson hatte kein Interesse, mit diesem Mann zusammenzuarbeiten. War auch Hobby-Drehbuchschreiber, hat gedacht, vielleicht komme ich mit Michael Jackson sogar wieder irgendwo mal rein und so. Und das war eigentlich sein Hauptgedanke. Mhm. Ja. Der wollte eigentlich über Michael Jackson in Hollywood-Szene mehr reinkommen. Ja, wieder reinkommen und nebenbei auch Geld kannst du ja bei mir anbauen und so und Geld investieren. Also, und wollte auch Geld von ihm bekommen. Auch und Michael Jackson hat sich dann einfach zurückgezogen. Von ihm hat den Kontakt möglichst vermieden. Und dann ist es wichtig, und das war ein sehr jähzorniger und auch ein bisschen psychisch gestörter Typ. War bipolar. Bipolar, genau. Ja, also er hat diese bipolare Störung gehabt. Mhm. Und da gibt es, jetzt ganz wichtig, da gibt es ein Telefongespräch zwischen diesem Vater und dem neuen Lebenspartner, oder bin ich Mann, ich weiß nicht, ob die schon verheiratet waren. Ja. Ja, also dem Stiefvater, also dem neuen Freund der Ex-Frau. Mhm. Dave Schwartz und Jordan und Evan Chandler. Und der Dave Schwartz hat mit diesem Ex-Mann da, seine Frau oder Freundin auch schon ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht und das ist jetzt wichtig, hat dieses Gespräch aufgenommen. Okay. Auf Band. Mhm. Und der andere wusste das nicht, das ist jetzt nicht ganz legal, aber es war interessant. Und er hat ein bisschen gekitzelt. Und der Vater hat gesagt, ich mache den Jackson fertig. Mhm. Die werden mir zahlen müssen und die macht die fertig. Der Typ wird keine Platte mehr verkaufen. Und dann sagt der andere Mann, aber was ist mit deinem Sohn? Mein Sohn ist mir egal und so. Und das war auch. Und das ist viel größer als... Und das ist viel größer, da sind noch ganz andere. Ich muss nur einen anrufen, dann kommen noch ganz andere, die auch ein Interesse haben und so. Also ich bin am längeren Hebel, den Jackson mache ich jetzt kaputt. Und das hat natürlich diesem Mann, dem Michael, gegeben und seinem Anwalt. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist wirklich Schande über die ganzen Massenmedien. Wirklich, das sage ich jetzt so. Das wurde an zwei Pressekonferenzen vorgespielt. Schaut, das ist der Typ, der behauptet, Michael Jackson habe seinen Sohn missbraucht. Mhm. Ihr sagt, mir geht es nur ums Geld, will denn. Also das ist das Ende der Sensationsstory. Das Telefonat zur Komplettierung war vor den Vorwürfen, bevor diese Vorwürfe... Parallel, bevor sie publik wurden. Okay, das war jetzt auch nicht, als das schon publik war, weil dann wäre so ein Gespräch ja durchaus denkbar, aber es war davor. Das war davor, aber als das dann publik wurde, gab es diese Pressekonferenzen, das wurde an, glaube ich, an zweien, wurde das öffentlich vorgespielt und kein einziges keine Zeitung, keine Fernsehstation hat nur darauf hingewiesen. Mhm. Wir wissen davon ja auch wirklich nur, weil es seriöse Journalisten und Autoren gab. Unter anderem gab es eine einzige Journalistin, die wirklich die Ehre des Journalistenberufes rettet, würde ich jetzt mal sagen, die ehrlichen Journalismus betrieben hat, die Mary Fisher. Die hat recherchiert und hat ein Jahr später, da war natürlich schon alles, der Rufmord schon voll am Laufen, hat sie einen ganz wichtigen Artikel veröffentlicht im GQ, Gentleman's Quarterly, glaube ich, also doch eine angesehene Zeitschrift. Dort wurde das veröffentlicht, kann man heute noch im Internet nachlesen, mit dem Titel
Was Michael Jackson framed? Wurde Michael Jackson reingelegt? Aber man soll das lesen, was sie früher geschrieben hat. Die hat es im Nachhinein nochmal geändert und das, da merkt man, da waren andere Kräfte dann wieder dran. Hat sie wieder, hat ist sie zurückgekrebst? Ja. Also den Originalartikel Original von 1994. Ja, dort hat sie das alles auch, dort kam das mit diesem Tape und alles. Sie hat dann das natürlich rausgefunden. Aber das ist wirklich, diese Massenmedien haben ganz bewusst offensichtlichste Infos unterschlagen, um Michael Jackson rufmorden zu können. Denn das hätte ihn ja entlastet und zum Opfer gemacht. Aber man wollte ihn als Täter. Ja, oder man wollte jetzt als, sag ich mal, stinknormaler Redakteur und Journalist, der im Grunde keine Ahnung hat, jetzt nicht in diesen möglichen Fettnapf treten, dass man denn vielleicht ja möglicherweise doch Pädophilen, weil darüber herrschte ja Uneinigkeit in Sicherheit auch in den Redaktionsräumen, dass man sich da einfach auf Nummer sicher gegangen ist, dass man sagt, lieber gegen Michael Jackson, als dann im Endeffekt dastehen. Es gab eine richtige Video, ich glaube 7 Teile war das, ne? In YouTube kann man das, wie die interviewt wurden und wie sie gesagt, wie sie da vorgingen, trotz Beweise. Sie wollten Sensation. Mhm. Und das war denn, also die Berufsethik war auf Nullpunkt. Ne? Und das ist, also wirklich, ich weiß nicht, ob es noch da ist. Ich glaube, das haben wir angegeben im Buch, ne? wie man da hinkommt. Aber ob das noch im Internet ist, weiß ich nicht. Aber da ist ganz klar, die wussten, dass von den Bändern, von allen diesen Hinweisen. Dass es eingefädelt wurde. Und die wollten einfach Profit machen, die Zeitschriften. Und gut, die verkauft sich auch gut mit solchen Schlagzeilen. Ja, ja, aber eben, da sieht man null Ethik. Ja. Man geht über Leichen. Ja. Man opfert einen Menschen, einen Prominenten, einfach für die Schlagzeilen. Und eben, und wie der Mann, der am Telefon gesagt hat, da waren noch andere Kräfte dahinter, die das instrumentalisieren. Weil macht ihr euer Geld, wir haben noch ein anderes Ziel. Mhm. Mhm. Und man hätte auch gekauft die Zeitung, wenn das andersrum gewesen wäre, bin ich sicher. Also ich Was denke, die Zeitung hätten die Leute auch gekauft, wenn die gemerkt hätten, das ist ein Setup. Ich weiß nicht, kann man sagen, Michael Jackson wieder reingelegt, Verschwörung das gegen Michael Jackson. Das werden die genauso gekauft. Würde sich so eine Schlagzeile nicht auch super verkaufen? Ja. Michael Jackson wurde ermordet, Verschwörung irgendwie, das wäre doch auch hohe Auflage. Hätte man auch so gut hätte sich genauso aber man, gut man verkauft. Spart das aus. Ja, das ist, also weil man hätte das. Und zum Beispiel, oder es gab ja auch Frauen, die Interesse an ihn hatten, und wo er gab so ein Treffen und das ja auch tolle Geschichten, wenn man schon sowas machen möchte. Aber das war immer, da wurde nie darauf fixiert, dass er auch Interesse an Frauen hatte und so. Ne? Das ist, also dass er Interesse an man Frauen hatte. Man weiß zum Beispiel, dass die Mutter dieses Buben, die war gut aussehend und die stand ziemlich auf dem Michael. Ja. Also man hätte ihm da irgendeine Story mit der Mutter des Kindes unterjubeln können. Oder? Das wäre aber nie so, das wäre nie so vernichtend gewesen, wie wenn man ihm das andere unterstellt da. Also eben, irgendjemand hatte, also... Also strafrechtliche Relevanz wahrscheinlich ist da eben der große Unterschied. Ja, klar, das und eine Affäre und das andere ist ein... Und die Pädophilen-Szene, die war ja auch dahinter, dass er hervorgehoben wurde, dass er als Pinnwand... Es gibt ja eine Vereinigung dort in Amerika, die... Nambler, also das war damals... Men and Boy oder irgendwas... Wie war das? Nambler heißt das, ne? Diese Nambler, wo der... diese eine Journalistin. National Man-Boy Love Association. Und die das, halt legitimieren wollen, genau, dass Männer und Jungs also zusammen sein können und dass es legitim ist. Und die haben, da gab es auch Versuche, den Jackson da in diese, als Posterboy für die vorne ran. Also das, jeder wollte von ihm irgendwas. Das ist unglaublich. Ja. Also er hat natürlich in Interviews gesagt, eben er verabscheut das, er sei für ihn kriminell und dann waren die beleidigt. Er ließ sich da nicht einspannen, sondern und dann haben sie es halt umgedreht. Du hast eben die Frage gestellt, würde sich das nicht auch gut verkaufen? Also Michael Jackson wurde umgebracht oder so. Ich glaube, das, was du auch vorhin angedeutet hast, die sozusagen, da sind Kräfte, die halt wirklich auch seine Botschaft, sie wollen seine Botschaft vernichten. Ja, nicht unbedingt der Herausgeber einer Zeitung. Der wäre wahrscheinlich an so einer Schlagzeile interessiert. Ja. Aber der ist ja auch nicht
die Spitze der Pyramide. Genau, ne? Genau. Die Besitzer der Zeitung, genau. nicht die Macher der Zeitung, ja. Die haben, denen ist wahrscheinlich die lächerliche Zeitungsauflage, die sie da einmal verkaufen, völlig wurscht. Ja, das ist ein Instrument. Ja, es ist ein Instrument. Und das ist eben auch, was man sieht bei Jackson, als er starb, ist diese, was man heute sieht auf den, in den Shows, in den Musikshows, die Videos, was sie machen oder Konzerte, das ist purer Satanismus. Also das kann, will ich einfach so sagen, weil das sind alle Symbolik drin. Da ist die Frauen treten auf als wie Prostituierte, die Männer wie wie so. Ach. Das sehen wir, ja. Es ist einfach so krank und das ist normal heute mittlerweile. Und das war vorher noch nicht so krass. In dem Moment, als er starb, war das Blatt nicht mehr, also es war nicht mehr... Das heißt, das Bollwerk praktisch. War ja, wann war das mit dem Super Bowl? Seit 1993. 1993 auch. Da ist er ja als und heute wird es ja total pervertiert dargestellt. Aufgetreten, ne? Und wirklich hat eine Botschaft an die Welt. Ja. Heilung über Vereinigung. Ja. Viele Kinder waren dabei, die, glaube ich, mitgesungen haben, ja, andere Künstler und so weiter. Und jetzt, haben wir gesagt, sind diese Shows vom Super Bowl reiner Satanismus. Zumindest irgendwelche Inszenierungen mit anderen Botschaften. Halt. Ja, also wir hatten vor der Sendung kurz auch das Gespräch, dass man natürlich auch manchmal in Symbolik auch viel mehr rein interpretieren kann, als dahinter steht. Auch wir hatten zu dieser Sendung auch schon den ein oder anderen Kommentar, weil die Sendung heißt Barcode und Strichcode ist ja 666 und wir haben ja auch ab und zu mal eine orangene Pyramide im Bild. Man kann oft zu viel reininterpretieren, aber bei den Super Bowl-Shows oder generell auch bei den Super-Megastars, das ist jetzt mal Madonna oder Lady Gaga oder so genannt, da ist eine Symbolik erkennbar, die wirklich, zumindest wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sehr penetrant auch ist. Also überhaupt nicht mehr zu übersehen. Ja. Und da wäre für an mich die Frage, weil das ist ja auch so ein bisschen das Gebiet von dir, wie diese Symbolik auf unser Unterbewusstsein denn wirkt. Als Hidden Messages? Ja. Also, ja, eben, das ist eine ganz andere Ebene, das Mind Control, der groß angelegten Mind Control, was es ins Unbewusste geht, eben, da haben andere schon sehr viel drüber geschrieben, aber es wird ja praktiziert und anscheinend funktioniert es. Mhm. Also man bekommt ja die Menschen dorthin, wo man sie haben will. Und Michael hat es durchschaut. Er hat es durchschaut und hat diese Symbole zum Teil ja auch verwendet, um sie durch Humor zu entschärfen oder ins Gegenteil zu verwenden. Mhm. Hat sie zum Teil sogar in diesem einen Video, von dem oder ihr geschrieben habt, wo er da auf dem Auto die wo Sachen zertrümmert und wo hinten Kuckucksklan oder KKK wins. Also der hat schon klar Stellung bezogen. Das war eigentlich eine klare Message. Auch der ganze Film, also der ganze Kurzfilm. Black or White, ja. Das. Wie heißt der Kurzfilm noch? Black or White. Mit Black Hunter Dance zum Schluss. Und da fing er an, so ein bisschen klarer politisch zu werden, klarer Message. Also ich weiß nicht mal, ob es politisch ist, aber es war halt zumindest eine klare Ansage, ne, dass was ganz schief läuft. Und immer wieder hat er ja immer die verbrannten, also die brennenden Kreuze gezeigt, ne, Kuckucksklan. Das war für ihn ein großes Thema. Und also so diese Sklavenverfolgung oder überhaupt so Verfolgen. Ist auch eben ist weiter verbreitet, als man denkt. Es ist heute kaschiert, aber eigentlich immer noch unterschwellig, immer noch sehr präsent. Und es wird missbraucht auch im Moment. Dann ein Schlagwort natürlich, oder? Wenn man es wieder ins Gegenteil verwendet, aber es ist natürlich unterschwellig nach wie vor sehr präsent. Ja, es ist schon, also wie gesagt, wir in den Schlagzeilen, man hätte genauso gute Schlagzeilen machen können, letztendlich auch zum Vorteil von Michael Jackson. Zur Wahrheit. Zur Wahrheit. Meine ich jetzt. Ja. Oder war überhaupt seine Botschaft zu unterstützen. Ja. Ich habe, was er geschrieben hat, zum Beispiel, als der Hurricane da war, Kathleen, wollte er ein Benefit-Konzert veranstalten und
wurde total ausgebremst. Von den Medien. Von den Medien. Die Künstler hätten mitgemacht. Ja. Aber die Medien haben gesagt, nur. Ja, das ist und der eine, der so ein bisschen neidisch war. Der Mister. Ja. Ja, sowieso. Aus der Szene. Also, das gab ja Künstler und die Manager und die für die Verträge und alles zuständig waren. Und da gab es halt auch wieder welche, die gesagt haben, ihr arbeitet nicht mit ihm zusammen. Mhm. Na, also das ist ja auch, kam immer wieder vor, dass die Künstler selbst, er war ein Vorbild für fast jeden Künstler. Ja. Und er war, und die haben auch das Licht in ihm erkannt. Mhm. Und als das erlosch, sagen wir jetzt mal auf irdischer Ebene hier, dann gab es diese Barriere einfach nicht mehr. Und auch für die Künstler, die ihn so bewundert haben, die sind dann irgendwie teilweise richtig gefallen. Also das sind ja so viele, die diese ganze dämonischen Zeug da auf der Bühne bringen, die vorher so bewundert haben, aber trotzdem machen sie jetzt ihr Ding weiter, wogegen er eigentlich war. Oder nicht eigentlich, er war dagegen. Und also die kommen nicht mehr raus aus ihren Deal. Ne? Und das gibt ja so viele Künstler auch, die sagen, ich habe einen Vertrag mit dem Teufel geschlossen. Und das ist ja, Entertainment-Szene ist ja so mächtig, um uns zu manipulieren, wie wir denken, wie wir, und dafür kann man halt Nachrichten, die Entertainment-Business, Werbung, all das ist ein mächtiges Mittel, um uns und wir haben ja alle gedacht, mehr oder weniger, dass Michael Jackson einen Knall hat und sich irgendwie diese Hollywood verrückt nur um. Ja, oder die Handschuhe und all dieses, ne, dass der Mann ja physisch auch, was der physisch durchgemacht hat. Ne, bei der Pepsi irgendwie eine Werbefilm, ist ihm die Kopfhaut verbrannt. Genau. Und wir waren so auf der Schiene, also so von der Wahrheit weggebracht worden. Und die meisten Menschen wissen nicht, dass über seine Krankheiten. Vitiligo mittlerweile ist mehr und mehr bekannt. Das gibt ein bisschen, aber nicht wirklich. Naja, es gibt, also und was ich toll finde, ist halt, dass diese Vitiligo-Organisation ihren Jahrestag am 25. Juni haben, an seinem Todestag. Okay. Also das ist so ein bisschen, finde ich. Eine Reminiszenz, ein bisschen an ihn. Das haben Sie seit seinem Tod? Die haben das. Okay. Mhm. Und das finde ich halt, ist eine schöne Sache. Dass bisschen der Vorwurf Leihmutter. Ja, ihm wurde ja vorgeworfen, er hätte Leihmütter gehabt für seine Kinder. Ja. Und da habt ihr. Es gab so viele Gerüchte. Ja, ganz deutlich gesagt, dass die Arzthelferin, die sozusagen. Und beim dritten Kind stimmt sogar. Ne? Beim dritten, beim jüngsten war, er hat eine Leihmutter. Ja, okay. Also das ist eine, das ist keine, aber wie gesagt, keiner weiß es genau. Ja, aber und, ist auch legitim und in seiner verrückten Situation, die er war, und geht uns ja auch nichts an. Aber seine da gibt es halt einfach nicht Berichte genug darüber, um da jetzt groß zu aber die Mutter Theorien der ersten zwei, klar, aber die Mutter, es, sogar bei der Mutter der ersten zwei gab es eine verrückte Geschichte. Genau, das meine ich. Aber und sie war die Frau, die ihn permanent als Arzthelferin bei dem Haus. Sie kannte ihn ja schon ewig. Und das ist die, war die Vertrauteste eigentlich. Und das macht so Sinn, dass die war. Er war so scheu, er war so geschämt für seinen Körper. Und also da macht es Sinn, dass die genau Bescheid wusste über alle seine Probleme, dass er sie sich ihr anvertraut. Also das finde ich so ein logischer Schritt. Wenn man jetzt ein bisschen in den Klatsch einsteigen will, oder sind das seine biologischen Kinder oder nicht? Oder hat er irgendwelche Samenspende geholt oder so? Oder? Da sieht man eigentlich ganz logisch, warum hat er sich auf diese Krankenschwester eingelassen, weil er sich vor ihr körperlich nicht schämen musste, weil die weiß, wie er aussieht aus der Praxis und aus den Untersuchungen. Ja. Und deswegen ist es ja wohl klar, dass der intime Aspekt da ein entscheidender als Grund war, warum er vor dieser Frau keine Angst hatte und sie vor ihr nicht schämte. Mhm. Wenn es da nur künstlich gelaufen wäre, dann wäre das ein ganz anderes Thema gewesen, hätte sie nicht heiraten müssen und dergleichen. Also da weist schon sehr darauf hin, dass das seine leiblichen Kinder sind. Also für mich war nochmal, oder ist in diesem Buch nochmal so klar, die Medien, wir haben eine Gewaltenteilung, wir sprechen von einer Gewaltenteilung, Legislative, Judikative
Und die Exekutive, die vierte Säule, ja, sollen dann die Mädchen sein. Ja, aber wo siedelt man die an? Ja. Also wenn, ja, heutzutage Realität ist das, was die Medien produzieren, mhm, ja, und, sozusagen. Und eben die Medien sind ja längst nicht mehr unabhängig. Das wurde ja sehr deutlich vor 2-3 Jahren, dass da bei der Anstalt, die Anstalt da mit Klaus von Wagner und Max Uthoff, wo einmal wirklich gezeigt wurde, wie all diese deutschen Presseorgane und diese Chefredaktoren sich alle oben treffen bei, ja, der Atlantikbrücke und so. Also ganz klar Amerika-Propaganda, alles. Ja. Da wurde das im ZDF gezeigt. Mhm. Ehrlich gesagt, mir war das auch nicht so bewusst. Mhm. Ich habe gestaunt, erstens mal, dass sie das überhaupt zeigen, aber vor allem eben auch, wie das wirklich zusammenhängt. Also da wurden ja dann sogar angegriffen, das war zu viel Wahrheit. Aber man darf es nur als Satire zeigen, mhm, als Witz. Aber es ist ein sehr schlechter Witz, weil es wahr ist. Und da sieht man einfach, wie diese sogenannten Konkurrenzmedien oben gar keine Konkurrenz sind, sondern alle denselben Propagandainteressen dienen. Ja, ich meine, an Bilderbergern ist es doch wunderbar darzulegen, dass da seit Jahrzehnten Medienvertreter zugegen sind, mhm, aber nie über Bilderberger berichtet wurde. Ja. Das heißt, es ist doch ganz eindeutig, dass dort eine Doktrin vertreten wird, die dann... Eine Mediensperre. Eine Mediensperre über diese Themen, und wenn, dann wird es nur lächerlich gemacht. Ja, ich meine jetzt, dass, ja, die Medien sich dort sozusagen die Vorgehensweise, mhm, ja, abgeholt, mhm, haben, wie in Zukunft berichtet, mhm, werden, wobei soll. Wobei Bilderberg nur Exekutive ist. Ja, ich meine nur, aber dass man sich mal erstmal bewusst macht, da sind Medien seit Jahrzehnten dabei, die nie über Bilderberger berichten, ja, über die Existenz, bis, ja, man kann grundsätzlich davon ausgehen, also dass, wenn jemand sehr, 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 sehr schlecht gemacht wird und, mhm, permanent, dann sollte man hingucken. Ja, na, also cui bono. Das ist einfach, mhm, ja, und vor allem auch, wenn, also so wie jetzt zum Beispiel, das jetzt in den USA ist und so, da ist es auch, wo ich sage, schaut hin, schaut genau hin, also es und ist glaubt nicht immer, ja, alles, was berichtet wird. Ich meine, die Medien haben die Macht, jedem kaputt zu machen. Mhm. Wenn die kaputt machen wollen, dann kannst du Gutenberg sein oder so, oder irgendwo hoch in der Politik, ein Ding und du bist weg. Mhm. Oder Wolf, oder wie die alle heißen da, Wolf, oder? Ja. Wolf mhm, und so, oder einfach irgendein falsches Wort und du bist abgesägt. Und der Erste, den sie nicht fertig machen konnte, war Donald Trump. Da sind sie mit geballter Macht auf ihn los. Mhm. Oder? Also alle, mit allen, jeden Tag, auch in der Schweiz, mhm, jeden Tag waren Schlagzeilen gegen ihn. Über Monate, und kein noch, Tag, noch, überall weltweit. Aber seit er die größten existierenden Bomben schmeißt, ist das auch vorbei. Ja. Das finde ich auch sehr bezeichnend. Ja, auf einmal ist er legitim, auf einmal wird, ja, nicht mehr so auf den rumgetroschen, seit der Bomben wirft. Es ist etwas abgeschwächt, aber er wird schon noch. Ja, aber nicht mehr in der Form. Also, mhm, ich finde, durch seine Bombenabwürfe, mhm, ich sage es jetzt zum dritten Mal, weil ich es wirklich, mhm, pervers finde, habe ich das Gefühl, dass man von ihm als Übeltäter, das ist, also als Bösewicht innerhalb, mhm, des Mainstreams, mhm, jetzt wirklich abgelassen hat. Ja, ich habe geguckt, auch, ja, im Januar 2017 kam ein Bericht von CFR auf ihre Homepage, das Obama-Regime, das in dem Jahr, wie viel war es, 21.000, so und so viel, knapp 22.000 Bomben gefallen, mhm, sind. Die, ach, wie viele kaum berichtet wurde. In der Regentschaft des Friedensnobelpreisträgers. Ja. Ja, und das, ja, wird gar nicht berichtet. Trump schmeißt eine Bombe in Tunnelsystem, ich glaube, einen hat es erwischt, ne? Und, nee, das waren nicht über 100, aber... Ich weiß, es waren ja zwei verschiedene Geschichten. Das eine war ja dieses Moab und das, mhm, andere das war... Ich. Ja. Ich weiß nicht, wie viele da, ich weiß nur, dass das im... Keine kannst zählen. Ja, aber das,
das war jetzt nicht in die Zivilisation rein oder sowas. Das, ne, also das, aber da, darum ja, geht es jetzt nicht. Das geht jetzt 22.000 Bomben. Ja, also da, knapp. Das war, also glaubst, eine, glaubst du, alle drei Stunden, drei Bomben pro Stunde. So etwas. Überleg mal, und ja, da ist kein Bericht drüber. Und ich habe dann nochmal diesen Bericht nachverfolgt, weil man soll ja nicht gleich das nehmen von barer Münze. Und da habe ich nachverfolgt und habe dann geguckt, und das ist die offizielle Seite von Pentagon, glaube ich, oder also wo, wo dieser Bericht und da ist mit Skalen und alles und, das kann und also man soll wirklich auch dann weiterverfolgen, weiter nicht einfach nur die Headline von irgendwo, sondern gucken, wo. Aber ich finde es halt so krass, dass man seine Bomben, die er jetzt schmeißt, dass der Mainstream das nicht nutzt, um noch mehr auf ihm rumzuhacken, sondern dass man das eher so als Grund jetzt für zum Zurückrudern. Ja, jetzt wird er so ungefähr kommt. Das ist, ja. Jetzt kann man ihm wieder vertrauen. Ja, ja, so langsam. Also man hat ja auch alle kritischen Geister, die man überhaupt nicht gerne gesehen hat, um ihn herum mittlerweile ausradiert. Also Bannon ist weg, Flynn ist weg. Man hat jetzt nur noch die Goldman Sachs und Skull & Bones Leute um ihn herum, die ja vorher schon die Hälfte seines Kabinetts bestimmt haben, aber jetzt halt ausschließlich. Und jetzt hat man nur noch ihn in der Mitte. Und er ist, ich schätze ihn so ein, leicht lenkbar. Und nee, natürlich, ich schätze ihn nicht leicht lenkbar ein. Naja, also wenn man sich seinen Schwiegersohn anguckt, da bin ich, denke ich schon, dass da ein direkter Kontakt zu hohen Einflussfernen existiert. Aber die Zukunft wird uns das zeigen. Das ist so ein Thema, das ist ziemlich... Ja, bleiben wir bei Michael Jackson. Ja, die Zukunft wird uns zeigen, wo es uns hinführt. Na, also so, ich glaube nicht, dass er leicht lenkbar ist. Ich glaube, er spielt 3D-Schach. Also das 3D-Schach, ja. Okay. Wer nicht 3D-Chess. In der großen Weltpolitik. Ja. Und das ist ein hochintelligenter, er spricht nicht wie ein hochintelligenter, aber er ist hochintelligent. Und es ist interessant, dass jedes Mal, wenn alle ihn verteufelt haben für irgendwas, was er getan hat, und plötzlich kam was Gutes dabei raus. Und das ist immer wieder das Phänomen. Das werden wir sehen, was passiert, weil im Moment steht ja die Welt Kopf, ne? Weil alles fixiert sich auf Nordkorea und so weiter. Ja. Aber mal gucken, was passiert. Na, das ist, also Interessante ist schon. Mir ist das letztes Jahr aufgefallen, ich wusste natürlich jetzt, habe da konkrete Einblicke über das Exempel Michael Jackson erlebt, wie Trump. Die Massenmedien, bei jedem Rallye, wo er aufgetreten ist, ich gebe es zu, ich habe die manchmal nachts um 3 Uhr live gestreamt, geschaut, einfach weil ich arbeite. Es hat mich irgendwie, ich habe einfach gemerkt, das ist ein Zeitphänomen. Ja. Und ich war dabei. Ja. Einfach was immer draus kommt, das hat mich irgendwie fasziniert. Wie er immer wieder in die Kamera gesagt hat, you are the lowest of mankind. Ihr seid die niedrigsten Typen der Menschheit. Mm. Ihr seid so unehrlich, ihr seid die niedrigsten Typen, sagte CNN und NBC in die Linse. Ja. Ja. Und das jedes Mal habe ich gedacht, das kannst du nicht machen. Die werden ja noch wütender auf dich. Und? Aber keine Angst, er hat keine Angst vor ihrer Rache gehabt. Mm. Und hat das so oft gesagt, dass die... Ja, mit dem Twitter, das ist ja. Naja, man muss halt im Gespräch bleiben, um erstmal überhaupt, glaube ich, ohne dass man im Gespräch ist, egal jetzt erstmal wie, hat man, glaube ich, gar keine Chance, irgendwie wahrgenommen zu werden. Und indem er im Prinzip die Medien angegriffen hat, wusste er ganz genau, dass er damit einen mittlerweile großen Anteil des Volkes hinter sich hat. Und er hat ja auch, glaube ich, sogar einen ist es nicht sogar ein Wahlrekord gewesen für einen Republikaner von Schwarzen? Stimmen. Ja. Er hat die meisten Stimmen von den Schwarzen eingefahren. Und das würde man ja jetzt eigentlich gar nicht vermuten. Ne? Mhm. Ja. Aber er hat halt der Feind meines Feindes. Ne? Der Punkt ist halt auch, er hat sein Leben lang Schwarze eingestellt, sein Leben lang Mexikaner und Latinos. Er hat sein Leben lang Frauen in hohen Positionen gehabt. Er hat sein Leben lang gespendet für Leute, die das nie berichtet wurde, weil es ist sehr ähnlich hier. Und das sind halt, man sollte sich auch mal die Geschichte, die gesamte Geschichte mal angucken von ihm. Und das ist ein Mann mit einem großen Herzen. Er ist halt nur härter im Nehmen als Michael Jackson. Und er hat eine andere Aufgabe, so sehe ich das. Jackson hätte keine Bomben geworfen. Nee, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Nee, hätte er auch nicht. Nee. Hätte er nicht, das ist auch nicht seine Aufgabe, das zu tun. Ja, aber wie willst du zum Beispiel so eine Organisation wie ISIS das Rückgrat brechen, wenn du, dann musst du ja irgendwelche Maßnahmen... Völlig richtig, ne? Und er hat es ja von vornherein gesagt, ich werde diese Organisation
das Rückgrat brechen. Und das ist, einen anderen Weg wüsste ich jetzt nicht. Ne? Gut, wäre jetzt ein völlig anderes Feld, ist natürlich richtig. Ja. Aber die Macht der Medien, ja, also das mir sogar das Twittern, ja, das Twittern, er nutzt sozusagen auch diesen, seine Art ist, an den Medien vorbei, die Sachen rauszubringen. Ja, das heißt, da wird nichts gefiltert, weil das haben wir ja, ne, also Pressekonferenzen, ist ja unglaublich, was auf Pressekonferenzen für Sachen gesagt werden, die anschließend. Ja, da kann ich ein Lied von singen, ich habe das ja lange Zeit gemacht, ich habe für die ARD lange Zeit geschnitten, Tagesthemen auch. Natürlich ist das so, die 90 Sekunden, die der Zuschauer am Ende präsentiert bekommen, sind natürlich nicht, die Pressekonferenz ging durchaus länger. Stunden. Ja, und das heißt, durch die Öffentlichkeit erfahren soll, gemäß den Vorgaben der Besitzer. Ja, es ist ja im Übrigen der Witz, den alternativen Medien wird ja oft vorgeworfen, wenn sie einzelne Zitate bringen, dann seien die aus dem Kontext gerissen, weil es eben kein vollständiges Zitat ist. Okay. Aber was macht dann eigentlich die Tagesschau die ganze Zeit? Ja? Die zeigen noch gar nichts vollständig, da ist immer aus dem Zusammenhang gerissen. Voice-over und es kommt halt tatsächlich am Endeffekt auf den Kontext drauf an, ist der richtig eingeordnet oder nicht. Und da stellt man bei den Massenmedien halt sehr oft fest, dass die es da eben nicht so genau nehmen. Ne? Aber der Zuschauer weiß es halt nicht, beziehungsweise es interessiert ihn halt auch leider oft nicht. Ja, er meint natürlich, der Zuschauer meint, die würden ihre Informationspflicht erfüllen. Und dann sind dann alle schockiert zu hören, dass sie ja alle einer ganz bestimmten Zielsetzung dienen. Und dann sieht man oder, immer wieder alle, jetzt auf einmal alle gegen Assad, vorher war alle gegen Gaddafi. Und es wird ja jede kritische Stimme, also so eine Redaktion besteht ja immer aus, oder sollte zumindest immer aus verschiedenen Meinungen bestehen. Und man kickt systematisch jeden raus, der da quer steht. Obwohl das ja jede Redaktion bereichern würde, wenn da eben ein Querulant drin ist. Oder jemand wie Frieda Wagner, Gerhard Wischnewski oder so, die ja alle in großen Redaktionen saßen. Und weil sie aber eben mal vom politisch korrekten abgewichen sind, weil es die Fakten eben so hergegeben haben. Ja, die haben gesagt, hier, guck mal, ich habe hier Fakten, die passen irgendwie nicht ins offizielle Bild. Raus. Ja, ja. Das ist in der Massenmedien so, in der Akademie und Universitäten genau gleich. Das haben wir in der Schweiz gesehen mit Daniele Ganser. Und sein Chef, oder? Also die haben nur kritische Fragen zu 9-11 gestellt und da haben die Massenmedien die fertig gemacht. Ja. Mhm. Oder? Sein Chef, der Professor Steil, der konnte sich gerade noch in die Pension retten. Und den jungen Daniele Ganser, Dr. Ganser, den hat sich voller frontal erwischt. Der hat in Zürich sofort die Stellung an der ETH verloren, Friedensforschung. Und dann auch noch die Professur in Basel. Und das wurde in den Medien so aufgezogen, ganz klar. Ich kann mich noch erinnern, wo hieß es, 11. September stecken doch die Amerikaner dahinter. Ich habe gedacht, gibt's doch nicht, habe es gekauft natürlich, wie das der beabsichtigte Effekt war. Und dann habe ich das gelesen und dann habe ich gesehen, von wegen aus dem Kontext gerissen. Ein Zitat aus dem Kontext gerissen ist ja noch das eine. Wenn man es aber noch falsch bringt, da hat man den Daniele Ganser so lächerlich dargestellt, indem man ihn falsch zitiert hat. Und seine Aussagen in den falschen Zusammenhang gestellt hat. Oder alle sagen, es sind die Moslems, Daniele Ganser sagt, es sind die Christen, haben es gemacht. Er hat natürlich die Neokons, oder, dass die dahinter stecken. Aber man hat es dann so gedreht und dann kurz danach kam eine Seite Leserbriefe, nur Hetze gegen die. Eine Schande für die Schweiz, dass man solche Leute, und die werden bezahlt und so. Von unseren Steuern. Ja, unter Steuergeldern und so. Da hat man die richtige Meute auf die losgelassen. Da habe ich jetzt die Falle verstanden. Gut, als ich es las, war mir schon klar, die werden jetzt richtig in die Pfanne gehauen, vorgeführt. Und so war es dann auch. Hat dann auch eine Signalwirkung an alle anderen, die eben Gedanken anderen, spielen, laut zu denken. Und bei mir geht es ja genauso. Ich habe keinen Doktortitel. Und ich werde nicht so ernst genommen wie ein promovierter Historiker. So, bei mir reicht Wikipedia. Aber da genau das Gleiche. Oder? Da wird das reingeschrieben. Wenn man was korrigieren will, dann wirst du von anonymen Systemfunktionären abgewarnt. Ich habe das zweimal probiert. Zuerst mal habe ich was ändern wollen, kam nur zurück, Finger weg quasi. Das hier ist keine Werbeplattform. Das war der einzige Diskussionsbeitrag des Funktionärs.
ich nenne ihn Systemfunktionär. Ja. Und dann habe ich begründet, warum das ist. Dann kam nur, wenn Sie nochmal was tun, wird Ihr Konto gesperrt. Ich habe dieselbe Erfahrung mit Nuviso gemacht. Ja. Ich habe auch einen ausführlichen Artikel irgendwie geschrieben. Der war nicht lange drauf, auch nur mit dem Hinweis, keine Werbung. Dabei war das eigentlich ein Wikipedia-gerechter Artikel. Ja. Aber sei es drum. In dem Zusammenhang kann man den Film Zensur auf KenFM zu sehen empfehlen, der sich ja ausschließlich mit Wikipedia beschäftigt. Und da wurde ja auch, oder ich weiß nicht, ob da, aber es gibt ja Querverbindungen zwischen Wikipedia-Autoren und Psiram-Autoren. Ja, ja, klar, das sind die gleichen zum Teil. Genau. Und dann die sind auch anonym. Mhm. Und dann, das sieht man einfach, meine, ich nenne sie Systemfunktionäre. Ja. Und ich denke, hier in Leipzig, ehemalige DDR, geht da was los. Dass die Staatsfeinde werden natürlich so verleumdet. Mhm. Und dann muss ich natürlich sagen, wo sitzen die? Und wenn man schaut, wie im Boxring, wenn alle in die rechte Ecke fliegen, das ist ja wohl klar, woher die Schläge kommen, von welcher Ecke. Und wenn alle in die rechte Ecke fliegen, dann ist klar, und die werden alle, oder? Und so verleumdet. Ich ja auch, aber das ist der normale, das neue üble Trick. Vor 80 Jahren sind sie alle in die linke Ecke geflogen. Da war klar, da waren alles Kommunisten und Juden. Mhm. Und heute fliegen wir. Und haben sie gesagt, geh doch rüber. Ne? Ja. Also in den Osten, wenn du hier nicht zufrieden bist. Und das ist einfach die Kraft, oder? Die Macht hat zwei Kräfte. Zwei Faust, einmal gibt es die Faust von rechts und dann gibt's, jetzt kommt die Faust von links und dann kommt sie wieder von rechts. Und es ist dieselbe Kraft, die profitiert. Die wieder? Mit Teil und Herrscher, das wussten schon die Römer. Und, und der Trick funktioniert und die Massenmedien spielen mit. Und das ist wirklich ein Appell. Sie sind darauf programmiert. Ja. Sie können ja nicht anders. Ich kenne einen guten Freund von mir, ich darf nicht zu viel erzählen, sonst weiß man, wer es ist. Aber er war mein bester Kumpel in der Kantonsschule, also im Gymnasium. Ich bin dann ausgestiegen, ja bekanntlich, vor der Abitur. Und er hat weitergemacht. Und ich habe den dann so 30 Jahre später wie Klassenzusammenkunft getroffen. Er war unterdessen Chefredaktor bei mehreren Zeitschriften und Zeitungen gewesen, also namhaft, deswegen will ich da nichts mehr erzählen. Sonst könnte man eruieren, wer das war. Mhm. Wir haben uns dann auch mal getroffen, oder? Hinterher, du, wir müssen uns mal treffen und so, oder? Und dann habe ich ihn auch auf 9/11 angesprochen. Chefredaktor einer, nein, unter vier Augen. Es war ganz interessant, wie der reagiert hat. Er hat gesagt, ja, da hört man so viele Verschwörungstheorien. Ist da was dran? Nein! Toller Chefredakteur. Also, habe ich gesagt, hast du nie recherchiert? Nein. Habe ich gesagt, ich kann dir Links schicken. Weißt du, dass es 2000 Architekten gibt weltweit? Dass es gibt Organisationen, Architekten und Ingenieure für 9/11-Truth, Feuerwehrleute für 9/11-Truth, Politiker und Anwälte für 9/11-Truth, Pilote für 9/11-Truth, Muika, Muslim, Jewish, Christian Association von 9/11, die Muika, ich kann dir die Links alle schicken. Ich habe ihm die Link geschickt und dann kam noch ein Danke für die Info, nie mehr was gehört. Da hat er super kalte Füße bekommen. Yeah. Und ich habe ihm gesagt, warum bringst du nicht was über Kornkreise? Mhm. Du bist doch der Chefredakteur, das ist doch ein super Ding. Wenn es Außerirdische ist, ist die Sensation. Wenn es nicht Außerirdische sind, haben wir geniale Landschaftskünstler. Oder? Mir wären die Irdischen lieber, weil dann würde ich die kennenlernen, weil es auch super Geometrien. Also es gibt keinen Grund, nicht darüber zu berichten. Ja. Und er hat gesagt, ich kann nicht darüber berichten. Habe ich gesagt, du bist doch der Chefredaktor. Warum kannst du nicht? Ja, ich bin auch nur angestellt. Ach so, von wem? Und warum haben die was dagegen? Du, ich kann nicht. Ich darf. Ja, ich habe, ja, warum? Was ist falsch an Kornkreisen? Ja. Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Ich habe zwei Filme. Der hat sich gewunden und so. Und ich habe gemerkt, ich habe aufgehört, ich will meinen armen Kollegen nicht mehr plagen. Ja, ja, ja. Ich habe gemerkt, jetzt quäle ich ihn. Ja. Das ist ein Angestellter einfach auf dem Chefsessel, aber der kann genauso fliegen wie jeder andere. Mhm. Ja, aber gerade jetzt Kornkreise, ich meine, ich verstehe ja, es muss ja nicht jetzt irgendwie jeden interessieren oder so, aber allein, dass man das Wort in den Mund nimmt oder eine Sendung dazu macht, da spielt der Inhalt und in welche Richtung. Es sei denn, es ist von vornherein klar,
Wer sich damit beschäftigt, ist Spinner. Ja. Wenn das der Tenor der Sendung ist, dann kommt es gut an. Ja. Ja. Mhm. Aber ansonsten, wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, ohne jetzt darüber zu diskutieren, könnte das außerirdischen Ursprungs sein. Ja? Selbst wenn man einfach nur die Muster zeigt und jetzt rein geometrisch auswertet, da fliegt man schon in den Topf der Esoterik-Spinner. Ja. Und da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Ich weiß auch noch, ich habe ja auch, mein erster Film war über 9/11, der zweite über Kornkreise. Wie ich wegen der neuen Feldordnung angegriffen wurde, dass ich damit ja den 9/11-Film diskreditieren würde. Wo ich mich frage, warum? Das ist ein abgeschlossenes Projekt, das war vor 2 Jahren. Jetzt mache ich ein neues Projekt. Das ist was, ich kritisiere doch nicht James Cameron und sage, Titanic ist totale Scheiße, weil 1978 dein erster Film irgendwie blöd war oder so. Das ist ja. Naja, gut. Ja, aber eben, da fragt man sich schon, welcher Bildungsauftrag ist da? Ja. Weil, warum wird das nicht gezeigt? Weil das wären spannende Themen, egal wer es macht. Egal wer es macht, sind super Themen. Das wäre ein schöner Aufhänger, vor allem im Sommer, saure Gurkenzeit, wo nichts läuft. Aber es wird systematisch in der Mainstream, siehst du nichts von den Kornkreisen. Mhm. Aber alles Negative kommt, aber sowas nicht. Und zwar Jahr für Jahr, Sommer für Sommer kommt nichts. Mhm. Ah. Und das ist schon, warum wird das ausgeblendet? Weil es wäre, würde ja alle Kriterien eines interessanten Themas erfüllen. Rätselhaft, man weiß es nicht, unbekannte Täter, oder es ist schon seit Jahren ein Phänomen, man hat noch nie einen entdeckt. Oder? Und diejenigen, die sagen, sie würden selber fälschen, wenn man sie fragt, sie sollen es tun können, es ist dann trotzdem nicht so gut. Und so, oder? Das ist doch ein super Mysterium. Ja. Das wäre doch auch, also es gäbe keine Einbußen im Umsatz, im Gegenteil. Also Geld ist offensichtlich nicht das einzige Kriterium. Es ist nicht das oberste, zumindest. Ich würde vielleicht, um den Bogen nochmal zu Michael Jackson am Ende zu bekommen, es gibt im Übrigen auch als Querverweis bei Neue Horizonte, bei der Sendung von Götz Wittneben, auch ein sehr interessantes Gespräch mit euch, wo es natürlich auch um Michael Jackson geht, also hier der Hinweis an dieser Stelle. Und du hattest in dem Interview eine Passage vorgelesen, nämlich eine universelle Liste der Kinderrechte, die Michael Jackson gefordert hat, kann man sagen. Ich würde dich bitten, die nochmal vorzulesen, weil die sind da wirklich sehr eindrücklich, dass man dazu vielleicht nochmal was sagen, was seine eigentliche Intention in dieser Welt war. Ich gebe dir das mal, ich habe das aufgeschlagen. Also es ist 2001, Ansprache in Oxford an der Universität, und ich fange mal einfach, ich möchte daher heute Abend vorschlagen, dass wir in jedem Zuhause eine universelle Liste der Kinderrechte anbringen, und zwar mit folgenden Grundsätzen. Erstens, das Recht, geliebt zu werden, ohne es sich erwerben zu müssen. Zweitens, das Recht, beschützt zu werden, ohne es sich verdienen zu müssen. Drittens, das Recht auf Anerkennung des eigenen Wertes, auch wenn man mit nichts auf die Welt gekommen ist. Viertens, das Recht darauf, dass einem zugehört wird, ohne die Verpflichtung, interessant sein zu müssen. Fünftens, das Recht, eine gute Nachtgeschichte vorgelesen zu bekommen, ohne mit den Abendnachrichten konkurrieren zu müssen. Sechstens, das Recht auf Bildung, ohne in der Schule Kugeln ausweichen zu müssen. Und siebtens, das Recht darauf, als liebenswert angesehen zu werden, auch wenn man ein Gesicht hat, das nur eine Mutter lieben kann. Das ist so fundamental. Ja, ich meine, auch aus meiner Arbeit, diese Wertschätzung, Eine Schule ohne Kugeln ausweichen zu müssen, das ist schon amerikanische Verhältnisse. Ja. Das kann nur ein Amerikaner nachvollziehen. Ja, aber also wie sehr diese Respekt und Wertschätzung des Kindes, dass dieser Mensch, der da auf die Welt kommt, einen Wert in sich hat, einfach, dass er da ist und dass er sich diesen Wert nicht verdienen muss, ja, durch irgendetwas. Und auch, dass der Wert durch nichts gemindert wird, auch wenn das Gesicht so schief ist oder irgendwas. Oder Flecken im Gesicht. Spricht da sehr viel Biografisches auch raus, weil Michael Jackson ja selber keine Kindheit hatte in der Form. Und er betont halt dieses, ohne es sich verdienen zu müssen. Ja. Rührt das daher, dass er als Kind
schon als Kleinkind das Gefühl hatte, sich alles verdienen zu müssen, so auch was jetzt gerade die Beziehung zu seinem Vater betrifft? Ja, er hat es sogar auch ausgesprochen. Mhm. Ja. Also das die Leistung. Ja. Dass das ja. Über Leistung wollte er ihn imponieren, wollte er seine Aufmerksamkeit. Ja, das war schon ein Thema. Also er hat selber quasi gespürt, was die Defizite, die er hier sozusagen, ja, es ist ja alles als Defizit formuliert, die er selber erfahren hatte und dadurch auch sozusagen gewusst hatte, was das mit einem Menschen macht. Weil auch wenn er super reich war, super Megastar und so weiter, würdet ihr sagen, dass er ein glücklicher Mensch war? Auch wenn man ihn oft glücklich auch erlebt hat. Also die Momente gab es ja auch, aber... Nee. Ich habe ihn nicht als, also das ist nicht meine, also ich kann ja nur von wie ich ihn, ich habe ihn nicht als glücklich empfunden. Er war in Gott, also das war sein, war glaube ich sein Schutz irgendwo. Aber hier auf dieser Erde, glaube ich, hat er nicht das, also man sieht ja in Neverland, was für eine Traumwelt oder wie er gerne die Welt gehabt hätte. Also manchmal habe ich das nicht das Gefühl, also ich habe nicht das Gefühl, dass er glücklich war. Aber es gab Momente und das war, also so wie du es oder wie im Buch beschrieben hast, dass er selber auch ausgesprochen hat, wenn er mit Kindern war. Und zwar mit denen rumgetollt hat. Einfach gespielt, Kissenschlacht gemacht. Also wirklich als Erwachsener. Ja, selber nochmal zum Kind. Einfach nochmal zum Kind geworden ist und wirklich so der Schabernack. Und er hat auch geliebt, Erwachsene zum Kind wieder zu bringen. Das war also natürlich sein. Ja, natürlich sein, weil die Kinder ihm das ermöglicht haben. Ja, einfach durch ihre Natürlichkeit. Da war, so habe ich das immer, da war er glücklich. Solche Momente war er glücklich. Ich denke immer, und die haben ihm immer wieder auch Kraft das gegeben. Das ist, glaube ich, wie bei allen. Ne? Also es gibt einfach Momente, wo man nicht glücklich ist und andere Momente, die einen mehr glücklich machen. Ja. Und das war bei ihm halt mehr extrem, weil er ja halt immer in Großen gehandelt hat. Ne? Das ist ja dadurch. Es ist sehr, sehr spannend auch, ne, dass er wirklich wusste, oder um seinen Auftrag musste. Ja, und ich denke immer, also glücklich ist sehr schwierig in dieser Welt. Mhm. Oder? Weil vor allem auf der menschlichen Ebene, wie kann er da glücklich sein? Oder was er alles erlebt hat und erfahren hat und diese tiefsten Verletzungen. Aber ich denke, glücklich ist das eine. Als andere ist einfach auch, er war vielleicht nicht glücklich immer. Er war aber auch nicht verbittert. Mhm. Nee, das er, nicht, er war nicht verbittert, hat nie die Menschen gehasst. Und er war vielleicht nicht wirklich der Ausbund von Glückstrahl, aber er war rein. Auch in seinen leidendsten Momenten, in seinen schlimmsten Momenten, sieht man immer seine Reinheit. Mhm. Und er wurde nie, bis auf kleine Ausnahmen, wurde nie wütend oder zornig auf die Übeltäter. Mhm. Und es gibt ja zwei Sachen, die mich da sehr auch beeindrucken. Der Kenny Ortega, der ihn ja auch sehr gut kannte, sagt im Interview, und wir zitieren das natürlich auch, sagt, was immer die Menschheit ihm angetan hat, mit Lügen und Verleumdung und Rufmord, er hat immer nur eine Antwort gehabt, Liebe und noch mehr Liebe. Das, ob wir aber das immer schaffen es gibt auch würden? Diesen Zitat von ihm, wo er eben sagt, manchmal, wenn er das Handtuch werfen wollte und dann ist irgendein Kind. Ne? Also wir sind ja vielschichtig. Das ist die menschliche Ebene, aber das ist dann auch... aber da zeigt sich auch wieder seine Reinheit. Mhm. Oder dort, wo der Arzt ihn unter dem ganzen Narkoseeinfluss schon also halb betäubt aufnimmt, warum auch immer, sogar in diesem Zustand kommt diese Reinheit. Das ist übel, was der Arzt gemacht hat, aber jetzt, wo er schon gemacht hat, kann man sie anhören. Und das sieht man sogar da. Da ist was Positives, was sehr Böses entstanden, kann man so sagen. Ja, es wurde gegen Michael natürlich verwendet. Aber da sieht man diese tiefe Reinheit, wo er wirklich im Wegdämmern ist, unter Chemieeinfluss schon und alles. Diese Reinheit, wo er sagt, wie er den Kindern helfen will, warum er diese Show macht, dass er das macht.
Kinderkrankenhäuser. Ja, um diese Krankenhäuser öffnen zu können. Und so. Er hat ja auch ein Kinderhilfswerk gegründet. Ja, ja. Also da sieht man also, wie in seinem tiefsten Moment, oder? Ich weiß nicht, was ich alles erzählen würde, wenn man mich da so... Also da kommt auf jeden Fall der wahre Kern eines Menschen raus. Und das war, der wahre Kern bei ihm war ganz klar, er wollte Kinder helfen, aber auch die Nummer eins in Musik sein. Und das ist ein, war für ihn auch, er war sehr, wie sagt man, konkurrenzorientiert. Erzogen, er wollte die Nummer eins werden, aber auch das Ganze in den Dienst. Ja, aber das war genau das, was er gelebt hat, diese Nummer eins in der Musik sein, aber auch Kinder helfen. Das waren die Dinge, die rauskamen, auch als er unter Medikamente stand. Die Nummer eins sein war ja auch wichtig, weil stell dir vor, irgendjemand, du oder ich, wir singen jetzt im Duo Heal the World. Die Leute, keiner hört das zu. Das ist auch jetzt kein kompositorisches Supermeisterwerk. Ich glaube, damit würdest du heute nicht mal den Europäischen Song Contest gewinnen mit so einem Lied. Aber dass dieses Lied so einen Einfluss hat, dafür musst du der King of Pop sein. Und wenn du dir diesen Titel erworben hast und dich da so eingetragen, dass du wirklich Nummer eins bist, wenn du als Nummer eins so ein Lied singst, dann hört dir jeder zu. Und dann erst hat es die Kraft, diesen weltweiten Einfluss. Und aber es zeigt halt Vision auch, wie tief drin, das war dieses Denken, ne, mit Nummer eins sein, das war, also das ist auch, dafür ist er auch bekannt unter den Mitkollegen, dass er sehr, nicht Kollegen, mit den Mitarbeitern im Studio oder so, dass er Perfektionist. Diese hohe Perfektion, die er hatte und dass das, darauf legt er so viel Wert und das hat so eine hohe Arbeitsethik und auch bis er hat wiederholt und wiederholt und wiederholt, bis er zufrieden war, was eigentlich nicht der Fall war. Aber so, das, man hört ja auch heute noch, die Musik ist so noch genauso gut wie vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Und das ist, das kann man das, diese Perfektionismus verdanken auch, dass er da so viel Wert drauf gelegt hat. Und dass er das halt sagt, in so einem Moment, das zeigt halt auch, wie tief verwurzelt es war, dieses Bedürfnis, gut zu sein. Und, aber eben auch, dass er die Kinder, dass das sein Nummer eins Thema ist, diese Heilung für Kinder und so. Und das war eigentlich schon, für mich reicht das alleine aus, um zu zeigen, was für ein Mensch der war. Ja, bleibt mir an der Stelle auf jeden Fall dem Zuschauer nochmal das Buch zu empfehlen, Make That Change, überall wo es Bücher gibt, nehme ich an, die dann doch etwas andere Biografie von Michael Jackson. Ich danke euch vielmals, dass ihr hier wart und wir darüber reden konnten. Ich werde es mir, denke ich, dann jetzt auch durchlesen, wenn ihr mir vielleicht ein Exemplar da lasst. Ansonsten bestelle ich es mir. Götz, vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zusehen. Nochmal der Hinweis, wie gesagt, Make the Change überall, wo es Bücher gibt. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.